Kolleginnen und Kollegen, noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Betreuungsgeld vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert, Mittel für Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten einsetzen, Drucksache 2275 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 85, die parlamentarische. Gut, also die parlamentarischen Geschäftsführer haben sich geeinigt, dass er zusammen aufgerufen. Nein. Ach, es hat nicht geklappt. Gut, das ist bei mir noch nicht angekommen. Also, dann wird dieser Dringliche Antrag doch Tagesordnungspunkt 85 und die Redezeit beträgt 5 Minuten pro Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 66, Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend Bildungsgipfel ist gescheitert, 2214 aus 19. Dazu die mündliche Frage 329 der Abg. Kerstin Geist, Tagesordnungspunkt 53, Antrag der Fraktion der SPD betreffend keinen Bildungsabbau in Hessen, Drucksache 2181 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 61, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Stellenkürzungen könne keine Verhandlungsgrundlage für einen Schulfrieden sein, Drucksache 2205 aus 19. Und Tagesordnungspunkt 78, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Kürzung bei den Stundenzuweisungen, Drucksache 2267 aus 19. Und Tagesordnung 80, Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Bildungsgipfel liefert zahlreiche wertvolle Impulse und Anregungen, Drucksache 2269 aus 19. Und wir kommen zuerst zur mündlichen Frage 329 der Abg. Geis. Frau Kollegin. Ich frage die Landesregierung, stellt sie Schulen für Erwachsene für die in § 20 Oberstufen- und Abiturverordnung vorgesehenen Aufbaukurse Ressourcen in Form von Lehrerstellen zur Verfügung? Okay. Frau Abg. Geis, die Oberstufen- und Abiturverordnung regelt in § 20 Absatz 2, dass Aufbaukurse eingerichtet werden können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Pflichtangebot. Vor diesem Hintergrund werden den Abendgymnasien und Hessenkollegs keine gesonderten Ressourcen für Aufbaukurse in Form von Lehrerstellen zur Verfügung gestellt. Das ist aber keine neue Regelung, sondern so ist das schon seit einigen Jahren. Die weitergehende Begründung hierfür besteht darin, dass die Abbruchquote gerade bei Bewerberinnen und Bewerbern mit erheblichem Kompensationsbedarf an Abendgymnasien und Hessenkollegs in der Vergangenheit trotz Besuch eines Aufbaukurses relativ hoch war. Um die eingesetzten Ressourcen zielgerichtet und effizient einzusetzen, wird mit Hilfe von Eignungsprüfungen, vor Aufnahme überprüft, ob hinreichende Aussichten bestehen, dass Bewerberinnen und Bewerber das Ziel des Bildungsgangs erreichen können. Somit werden die eingesetzten Mittel erfolgsorientiert eingesetzt. Die Aufnahmeentscheidung setzt schon jetzt für alle Bewerber voraus, dass sie in einem Deutschtest nachgewiesen haben, dass sie Deutsch als allgemeine Unterrichtssprache beherrschen. Somit sind Aufbaukurse Deutsch als Zweitsprache in diesem speziellen Bereich nicht mehr erforderlich. Ähnliches gilt für die allgemeinen Aufbaukurse. Hier ist für alle Bewerber, denen die inhaltlichen Qualifikationen für den erfolgreichen Besuch der Einführungsphase noch fehlen, verpflichtend ein halbjähriger Vorkurs vorgesehen, um die Berufstätigen auf die schulische Arbeit in der Einführungsphase vorzubereiten. Dieser Vorkurs wird auch gesondert budgetiert. Zusatzfrage, Kollegin Geis. Vielen Dank, Herr Minister. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie der Meinung sind, dass Aufbaukurse sozusagen nicht zielorientiert sind an den Schulen für Erwachsene und durch die Eingangsprüfungen zu ersetzen sind? Nicht ganz, Frau Abg. Geis, nicht durch die Eignungsprüfungen zu ersetzen. Aber die bisherige Erfahrung zeigt in der Tat, dass der Besuch zusätzlicher Aufbaukurse zusätzlich zu den Vorkursen keine signifikante Steigerung der Erfolgsaussichten zur Folge hatte.
Zusatzfrage, Kollegin Cárdenas. Ich sehe nichts. Also ich habe es gerade nicht gesehen, Entschuldigung. Herr Minister, es ist Ihnen doch klar, dass diese ersten Kurse nicht reichen, um tatsächlich erstens mal die Fachsprachen im Deutschen zu beherrschen und zum Zweiten wirklich bezogen auf Satzbau und komplexe Gedankengänge da vernünftig folgen zu können. Nicht umsonst fordern wir die ganze Zeit, auch Mittel bereitzustellen für Deutsch als Zweitsprache bis zum 12. Lebensjahr. Das ist, diese ganzen Forschungsergebnisse können Ihnen doch nicht unbekannt sein. Frau Abgeordnete, wir setzen ja ganz erhebliche Mittel und in den letzten beiden Jahren noch erheblich gesteigerte Mittel für die Förderung von Deutsch als Zweitsprache ein. Es geht hier ja ausschließlich darum, um noch mal einen spezifischen Aufbaukurs Deutsch als Zweitsprache für diesen spezifischen Zweck jetzt hier am Abendgymnasium und am Hessenkolleg. Wir haben natürlich, bleibt davon unberührt, unser breit gefächertes und immer weiter ausgebautes Angebot zur Deutschförderung in den anderen Bereichen, die dann auch beispielsweise auf eine solche Eignungsprüfung hinführen können. Zusatzfrage, Kollegin Geis. Meine Frage ist dazu, welche Möglichkeiten und Ressourcen bekommen denn diejenigen Abendgymnasien in Hessen, die die Aufbaukurse durchführen möchten, weil sie die aufgrund ihrer Schülerschaft für sinnvoll erachten? Frau Abgeordnete, das ist nach der derzeitigen Regelung der Oberstufenabiturverordnung in der Tat den Schulen überlassen. Wenn eine Schule das im Einzelfall für sinnvoll erachtet, nun muss sie das dann auch aus den vorhandenen Ressourcen bestreiten. Eine gesonderte Zuweisung, wie gesagt, vor dem Hintergrund der nicht besonders günstigen Erfahrungen mit diesen Aufbaukursen auf breiter Fläche nicht vorgesehen. So, damit ist die mündliche Frage besprochen und wir kommen zur Debatte um die vorliegenden Anträge. Als erstes hat das Wort Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Lorz, Herr Vizeminister Matthias Wagner, Herr Schattenminister Irmer. Zunächst will ich das an den Anfang dieser Debatte stellen, was unstrittig sein sollte. Das ist nämlich der Dank an all diejenigen, die in langen 10 Monaten gemeinsam miteinander über die Frage gerungen haben, welchen Weg das hessische Bildungssystem gehen soll. Dabei ist extrem viel Arbeit investiert worden von den Fraktionen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Ministerium und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber vor allem auch der vielen Organisationen und Institutionen, die mit großen Hoffnungen und Erwartungen in den hessischen Bildungsgipfel, Herr Minister Lorz, eingetreten sind, auch angesichts des Versprechens, das die schwarz-grüne Regierungskoalition zu Beginn dieses Bildungsgipfels gegeben hat, wozu es nur ein einziges Ziel gab, das damals definiert wurde. Ich finde, dass der Dank an den Anfang muss. Das einzige Ziel, das die schwarz-grüne Koalition für diesen Bildungsgipfel hat, ist präzise definiert auf Seite 29 des Koalitionsvertrags, in dem es heißt, wir werden ihn damit beginnen, dass wir alle an Schulen Beteiligten sowie die Fraktionen im Landtag zu einem Bildungsgipfel einladen und mit ihnen eine Vereinbarung über die Schulentwicklung in Hessen für die nächsten 10 Jahre zu erreichen. Und es ist wichtig, auf diese Weise den Schulen, Schulträgern und Eltern Planungssicherheit zu geben. Punkt, Ende der Durchsage. Andere Ziele gab es nicht. Gemessen an diesem Ziel ist der Bildungsgipfel in Hessen definitiv gescheitert. Was hätte der Bildungsgipfel bringen müssen, aus unserer Sicht? Erstens, dass das zentrale Problem der hessischen Bildungspolitik und vieler anderer, dass nämlich die soziale Herkunft den Bildungsweg von Kindern so sehr beeinflusst wie nahezu keinen anderen industrialisierten Land der Welt, dass dieser Umstand beendet wird, dass Ganztagsschulen ausgebaut werden. Ich werde es nicht müde. Von den 1.200 Grundschulen in Hessen sind 5 echte Ganztagsschulen. Dass wir in der Frage der Inklusion verlässlich weiterkommen, im Bereich der Schulsozialarbeit
der beruflichen Bildung und der Berufsorientierung. Da will ich ausdrücklich sagen, das ist der einzige Punkt, in dem im Bildungsgipfel in der Tat es substanziell eine Verständigung gab, die Sie jetzt aber, Herr Minister Lorz, auch mit Leben füllen müssen. Weil alleine den Spiegelstrich aufzuschreiben, dass wir bei der Frage des Übergangssystems und bei der Berufsorientierung an gymnasialen Bildungsgängen etwas erreichen wollen, ist noch nicht die Umsetzung dessen, was in einem solchen Bildungsspiegelstrich formuliert wird. Es gilt aber auch für die Frage des längeren gemeinsamen Lernens und der Lehrerbildung und Ausbildung. Das hätte alles der Bildungsgipfel bringen müssen. Dabei rede ich nicht über die Frage der Art und Weise, aber es hätte dazu substanziell etwas geben müssen, jenseits des Abnickens des Koalitionsvertrages von Schwarz-Grün. Inzwischen wird als wesentliches Ziel dieses Bildungsgipfels ausgegeben, das Ziel, dass man einmal miteinander geredet hat. Gut, dass wir beieinander waren, dass es einen Austausch gab, weil das ja sozusagen bisher nicht stattgefunden hat. Ich will zwei Anmerkungen dazu machen. Erstens. Die Notwendigkeit, in der Bildungspolitik miteinander ins Gespräch zu kommen, ist vielleicht ein Versäumnis der Hessischen Union, exemplarisch an dem Desaster um die Einführung der Schulzeitverkürzung G8, die Sie brachial von oben gegen jeden Hinweis durchgesetzt haben. Aber sozusagen jetzt daraus zu erklären, man war gut, dass wir mal darüber geredet haben, ist auch eine Ignoranz gegenüber der Gesetzeslage in Hessen, wo es in § 99a des Hessischen Schulgesetzes heißt, dass es einen Landesschulbeirat geben soll, der aus nahezu all den Organisationen, die jetzt 10 Monate zusammensaßen, die regelmäßig an der Entwicklung, an den Grundlagen zu beteiligen sind, die sind nicht nur da in dem Landesschulbeirat, um sozusagen ihren Bericht entgegenzunehmen und ihre Verkündigungen zu akzeptieren, sondern in der Tat genau das zu tun, was der Bildungsgipfel getan hat. Insofern empfehle ich Ihnen dringend, wenn Sie jetzt versuchen, hier kulturell zu sagen, nach dem Motto, es war einmal gut, darüber geredet zu haben, vielleicht Ihre eigenen Regeln ernst zu nehmen und es dann anschließend auch zu tun und nicht nur darüber zu fabulieren. Warum ist der Hessische Bildungsgipfel gescheitert? Die Legenden sind ja mannigfaltig. Ich will das sehr klar sagen. Der Bildungsgipfel ist am Ende gescheitert, weil der wesentliche Akteur der hessischen Landespolitik, nämlich Ministerpräsident Volker Bouffier, sich in die Debatte nicht nur nicht eingelassen hat, und anders als in anderen Bundesländern, wo das immer Chefsache war, sondern den Prozess torpediert hat, und zwar in übelster Weise. In Grundsatzreden beim JU-Landestag, wo er dann erklärt, mit ihm wird es keinen Millimeter Kompromiss geben bei irgendwas. Die bildungspolitischen Vorstellungen der SPD seien inhuman. Mit ihm würde es sozusagen nichts geben. Das wird dann auch noch verteidigt mit der Botschaft, ja, man müsse ja in die eigenen Reihen, müssen wir für Identität sorgen. Man muss schon sagen, man kann für Identität in die eigenen Reihen auch sorgen, indem man mal sagt, was man will, und nicht nur, indem man den Gegner denunziert und beschimpft. Der einzige Vertreter mit Maximalpositionen in diesem Prozess war der hessische Ministerpräsident. Er war der einzige mit Maximalpositionen. Jetzt wird ja gelegentlich erklärt, nach dem Motto, es hätte keine Angebote gegeben. Es hätte einen Brief von mir an den Ministerpräsidenten gegeben, in dem ich die Maximalforderungen weiter aufrechterhalte. Ich will Ihnen einmal den entscheidenden Satz zum Thema Ganztagsschule vorlesen. Das werden Sie so nicht akzeptieren. Also, es geht um den Pakt für Nachmittagsbetreuung und die 100 Grundschulen. Wir wollen 500 Grundschulen in der Legislaturperiode 2014 bis 2019 zu Ganztagsschulen im Profil 3 machen. Das werden Sie so nicht mitragen. Aber angesichts von 5 echten Ganztagsschulen im Grundschulbereich in Hessen muss es einen klaren Ausbauweg geben. Das war das, was wir dem Ministerpräsidenten mitgeteilt haben. Und im Übrigen, sich deckt mit dem, Herr Lorz, was ich Ihnen am 20. Januar erstmals angeboten habe. Erstens. Klare Verständigungen zu den Ganztagsschulen. Und wir haben dort auch konkret über Zahlen genannt. Deswegen habe ich in der Debatte neulich, als Matthias Wagner versucht, oh, sag doch mal was, klar erklärt, ja, wir haben dazu eine Verständigung, weil wir uns beide auf dem Weg von 50 Ganztagsschulen pro Jahr bei einer begonnenen Periode schon auf einem Weg gemacht hatten. Wir hatten übrigens auch über den Masterplan Inklusion geredet, dass wir da weiterkommen. Bei der Schulsozialarbeit, selbst bei der Frage, wo es dann allerdings schon schwieriger wurde, bei der Frage des längeren gemeinsamen Wegs gab es kleine Korridore. Und wenn Sie dann in der Pressekonferenz sagen, angesichts der konkreten Angebote, die Sie von uns bekommen haben,
dass das irgendwie anschließend versandet sei, dann muss ich Ihnen sagen, das ist nicht irgendwo versandet, das ist bei Ihnen versandet. Es ist bei Ihnen versandet, bei niemand anderem. Und ich sage Ihnen, das ärgert mich schon, wenn anschließend dann versucht wird, sozusagen das Problem wieder bei uns abzuladen, wenn Sie sozusagen das Problem haben, dass Sie an Ihrem Stahlhelmflügel in der eigenen Fraktion scheitern. Und ich weiß sehr wohl, dass Sie versucht haben, Lösungen zu finden. Aber Sie können uns nicht dafür verantwortlich machen, dass die Betonmehrheit in Ihrer Fraktion sozusagen Ihrem Interesse an einem Schulfrieden, an dem Interesse der GRÜNEN, denen ich das auch ausdrücklich abnehme, an der Stelle gescheitert sind. Ich kann nichts dafür, dass Sie nicht das Gewicht hatten, in diesen Verhandlungen das in der Fraktion durchzusetzen. Und ich kann auch nichts dafür, dass der Ministerpräsident Ihnen konsequent in den Verhandlungen öffentlich immer wieder in die Kniekehlen getreten hat, damit am Ende kein Ergebnis rankommt. Das ist Ihr Problem, nicht unseres. Verantwortlich dafür ist aber diese Landesregierung. Lassen Sie mich noch auf zwei Punkte hinweisen. Wenig hilfreich in den ganzen Gesprächen, und wir hatten Korridore, über die wollten Sie nicht gehen. Wir haben übrigens am 27. April auch über den Verhandlungsweg geredet. Auch dazu gab es keine Rückmeldung am Ende, dass die Kürzungen, die Sie vorgenommen haben, parallel zu den Verhandlungen im Bildungsgipfel einfach eine Provokation für viele Akteure waren. Sie waren schlicht eine Provokation. Und deswegen muss man am Ende sagen, wir sind im Moment weiter entfernt vom Schulfrieden als je zuvor. Jetzt werden Sie sagen, das stimmt nicht. Aber ich sage Ihnen, das stelle ich jeden Tag am Posteingang bei uns in der Landtagsfraktion stellen. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Post aus Schulen bekommen, Grundschulen, weiterführenden Schulen, die sagen, Leute, helft uns. Das, was das Land hier gerade macht, macht unsere bildungspolitischen Optionen, die eingeschränkt genug sind, kaputt. Und das ist auch Ihre Verantwortung, weil es ein wesentlicher Teil ist, warum viele Organisationen ausgestiegen sind. Und deswegen fühle ich mich am Ende im Bündnis mit vielen Organisationen, vom Philologenverband, was jetzt nun wirklich nicht zu erwarten war, bis zur GEW, die gemeinsam sagen, das, was Sie vorgelegt haben, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, es trägt nicht, weil es dem wesentlichen Anspruch der bildungspolitischen Herausforderungen in Hessen nicht gerecht wird. Und deswegen sage ich Ihnen, die bildungspolitischen Debatten in Hessen werden weitergehen. Und der Maßstab für unsere Politik, der war vor der Landtagswahl gleich, und er bleibt es. Das ist nämlich, dass die soziale Herkunft eines Kindes den Bildungsweg nicht mehr so stark entscheiden darf. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Der Bildungsgipfel war ein Erfolg. Der Bildungsgipfel hat viele wertvolle Impulse und Anregungen geliefert, die auch in Zukunft Bestand haben werden. Und zunächst einmal möchte ich mich im Namen der CDU-Fraktion herzlich bei allen Akteuren bedanken, die konstruktiv, betone konstruktiv, an diesem Prozess teilgenommen haben und die konstruktiv mit eigenen Impulsen, nicht verhindernd, sondern gestaltend, hier mitgewirkt haben. In den Arbeitsgruppen, und das war auch erklärte Anlage des Prozesses, wurden Konsense beschrieben, und es wurden Dissense beschrieben. Und es ist auch wichtig, dass klar ist, was für Positionen vertreten werden, um dann die Arbeit entsprechend aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Der Bildungsgipfel hatte zwei konkrete Ziele und ein übergeordnetes Ziel. Erstens konkret, wir wollten mit allen Akteuren, die auf dem bildungspolitischen Spielfeld unterwegs sind, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Gewerkschaften, Schule, uns austauschen
Das haben wir erreicht. Erstmaliger Prozess in dem Kontext, in dem Zeitraum. Des Weiteren die Expertisen einfordern und in den Gesprächen natürlich dann aufzuzeigen, was kann man daraus machen. Das dritte übergeordnete Ziel, das war augenscheinlich aufgrund der Haltung mancher Akteure, die beim Bildungsgipfel an den Tischen saßen, nicht gewollt und nicht möglich. Wobei, das sei mir gestattet, auch hier immer wieder vom sogenannten Schulfrieden die Rede war. Und, Frau Präsidentin, ich zitiere, wir wollen einen echten Schulfrieden anbahnen mit Schulen, Gewerkschaften, Eltern und Kommunen. Gemeinsam soll beschlossen werden, welche Veränderungen anstehen. Thorsten Schäfer-Gümbel, Interview mit dem Darmstädter Echo am 5. September 2013 vor der Landtagswahl. Ich zitiere weiter. Den Begriff Schulfrieden fand ich von Anfang an völlig übertrieben. Kollege Christoph Degen, Interview FAZ, 12. Mai 2015, vorgemerkt nach der Landtagswahl. Was gilt denn nun? Wollen Sie Schulfrieden, wollen Sie keinen Schulfrieden? Sie sitzen nebeneinander, Sie müssen sich entscheiden. Das ist ein Zickzackkurs. Dieser Zickzackkurs wird im Übrigen honoriert mit Umfragewerten von 27%, meine Damen und Herren. Da brauchen Sie sich nicht zu wundern. Und Herr Kollege Schäfer-Gümbel, die Traumatisierung der SPD scheint nicht nur, wie die Kollegin Goldbach gestern feststellte, im Bereich des KFA zu tragen, sondern auch im Bereich der Bildungspolitik. Denn mit solchen Umfragewerten, die Ihre bildungspolitischen Ansätze beschreiben, finden Sie keine Mehrheiten, und das seit über 16 Jahren nicht. Deswegen bin ich auch froh, dass die Menschen wahrnehmen, wie sie im bildungspolitischen Umfeld agieren. Das ist Oppositionsarbeit, das ist auch in Ordnung, aber es wird entsprechend auch so bewertet, meine Damen und Herren. Da bin ich auch froh darüber. Der Bildungsgipfel in Hessen, sehr geehrter Kollege, der Bildungsgipfel in Hessen war im Übrigen eine erstmalige Anlage-Gesprächssituation, die so stattgefunden hat, Wir haben es im Koalitionsvertrag versprochen, wir haben es gehalten. Wir haben immer den Grundsatz verfolgt, die ausgestreckte Hand, die ist da. Wir haben sehr konstruktiv immer wieder gesagt, jenseits dessen, was wir im Koalitionsvertrag beschrieben haben, ich werde das gleich sehr konkret machen, gehen wir auch weiter. Aber wo waren denn die Vorschläge der Opposition? Wo waren die? Wo waren denn die Vorschläge, Herr Schäfer-Gümbel? Bei Gesprächen, bei Telefonaten im Hintergrund. Da mögen Sie irgendwas besprochen haben. Aber sobald es dann ernst wurde und Sie mal ein Papier vorlegen sollten im Bildungsgipfel, dann war da nichts dabei. Daran müssen Sie sich messen lassen. Ich will einmal deutlich sagen, wo wir erkennbar machten und das tun werden, jenseits dessen, was wir im Koalitionsvertrag stehen haben, beispielsweise Ausweitung des Ganztagsausbaus im Rahmen des Paktes für den Nachmittag, dort, wo gewünscht, auch weitere gebundene, rhythmisierte Ganztagsschulen im Bereich der Schulstruktur, Weiterentwicklung von Haupt- und Realschulen. Wobei immer klar ist, natürlich bleiben Hauptschulabschlüsse, natürlich bleiben Realschulabschlüsse und natürlich werden auch weiterhin mit uns die Gymnasien in ihrem Stand haben. Besonders bemerkenswert, meine Damen und Herren, die Ergebnisse, die im Bereich der AG 4 erzielt wurden. Denn die Grundbotschaft, dass berufliche und akademische Bildung gleichwertig sind und dass das Übergangssystem durchlässiger wird, ist, glaube ich, schon ein Konsens, der alleine schon ein Bildungsgipfel wert gewesen wäre, meine Damen und Herren. Ich sage das noch einmal. Wo haben Sie sich bewegt? Wo waren Signale des Kompromisses der Opposition? Ich habe dort nichts erkennen können. Wir lassen es nicht zu, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen auf der linken Seite des Hauses. Wir lassen es nicht zu, dass die Verhinderer aus strategischen Gründen am Ende des Tages die Deutungshoheit in diesem Prozess zum Schluss haben. Denn ich will Ihnen eines sagen, von vornherein war doch für Sie klar,
Wir sagen, wir gehen als Kompromissformel und mit friedlichen Absichten hinein. Zum Schluss haben Sie gesagt, warum sollten wir denn unterschreiben? Da geht uns noch unser großes Wahlkampfthema verloren. Sie wollten es nicht tun. Sie wollten aus wahlstrategischen Überlegungen nie ein Konsenspapier unterschreiben, meine Damen und Herren. Und das müssen wir einmal festhalten. Das wollten Sie nie. So, und jetzt machen wir weiter. Im Übrigen. Es gibt auch konstruktive Oppositionsarbeit, die Zeit läuft. Konstruktive. Frau Präsidentin, ich komme gar nicht zu Wort hier. Ich habe doch eine laute Stimme. Das ist ja. Also. Kollege Schwarz, ich sorge schon dafür, ja, dass Sie zu Wort kommen. Das ist sehr freundlich. Ich schaue nach Nordrhein-Westfalen. Die CDU-Opposition hat konstruktiv den Prozess begleitet. Ich schaue nach Bremen. Dort ist das ebenfalls geschehen. Was machen Sie? Sie machen nichts. Ihre Kompromissformel ist, wir machen nichts. Und das müssen wir immer wieder den Menschen auch erklären. Die SPD, die Linke und die GEW reden der Abschaffung von Gymnasien und von Förderschulen das Wort und greifen damit auf unvermindert gültige Einheitsschulkonzepte vor der Wahl zurück. Ich erkenne da keinen Kompromiss, meine Damen und Herren. So. Jetzt habe ich noch gut zwei Minuten, da reden wir mal ein bisschen über Ressourcen. Das finde ich nämlich, nein, das finde ich auch ein spannendes Thema. Das Land Hessen, Herr Kollege Merz, das Land Hessen ist das einzige von 16 Bundesländern, das alle Lehrerstellen im System lässt, dort trotz zurückgehender Schülerzahlen. Das müssen wir feststellen. Erste Aussage. Zweite Aussage. Die Lehrerausstattung, die Relation zwischen Lehrern und Schülern war noch nie so gut wie heute. Eine fantastische Ausstattung, das hier deutlich zu dokumentieren. Wir kommen von 84% Unterrichtsversorgung und liegen heute bei 104, 105%. Ich möchte das nur einmal in Erinnerung rufen. Die 84 waren Ihre Verantwortung. Wir haben heute ein historisches Schüler-Lehrer-Verhältnis von 1:15 im Durchschnitt. 1:15. Wir kommen von 1:21. Das haben Sie alles nicht mehr in Erinnerung. Und was machen Sie, wo Sie in Regierungsverantwortung sind? Sie kürzen Stellen. Baden-Württemberg minus 11.600. Rheinland-Pfalz mit minus 2.100. Sagen Sie da doch einmal etwas dazu. So, und dann wollen wir mal, Herr Kollege Nagel, den habe ich auch schon gesehen. Herr Nagel, ich grüße Sie. So, dann wollen wir mal gucken, Ressourcenforderungen aus dem Bildungsgipfel. Ich betone, wir haben so viel Geld im Bildungsbereich wie nie zuvor. Da stehen wir zu, das kritisiert der Landesrechnungshof. Das akzeptieren wir, dass Sie es kritisieren, aber wir wollen gute Bildungspolitik, die ist uns sehr viel wert. Aber Sie fordern 750 Millionen € zusätzlich, ungedeckte Schecks. Und das ist eine Minimalbetrachtung. Diese 750 Millionen € bis zum Ende gedacht, könnten auch 1,4 Milliarden € sein. Ich habe aber nie gehört, wo etwas herkommen soll. Ich habe nie gesehen, wo Sie einmal etwas aufmachen als Gegenrechnung. Und deswegen, es bleibt dabei. Die Regierungsfraktionen und die Regierung, die wird die wertvollen Impulse, die konstruktiven Impulse aufgreifen. Wir werden diesen Bildungsgipfel und all das, was wir miteinander besprochen haben, sehr ernst nehmen. Verlässlichkeit, Planungssicherheit sind unsere Maxime. Wir machen weiter Hauptschulabschlüsse, wir machen weiter Realschulabschlüsse. Wir werden weiter stark an der Seite der Gymnasien stehen. Und wir werden weiter erfolgreich arbeiten mit einer breiten Zustimmung in der Bevölkerung. Und Sie bleiben in der Opposition. Und dabei bleibt es, da bin ich auch froh drum, das ist nämlich gut für Bildung, für gute Bildung in Hessen, für weiter starke Schüler. Denn starke Schüler und kluge Schüler sind eine starke Zukunft. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Als Nächstes hat das Wort Herr Kollege Schäfer-Gümbel für eine Kurzintervention. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Schwarz! Ich akzeptiere ja viele auch in der politischen Auseinandersetzung, aber nicht, wenn offensichtlich die Unwahrheit gesagt wird. Deswegen will ich zu zwei Punkten etwas sagen. Erstens.
Erstens, ich wiederhole es noch einmal. Am 20. Januar 2015, am 26. März 2015, am 27. April 2015 habe ich sehr konkret mit dem Einlader des Bildungsgipfels, dem zuständigen Minister, weil das ist ein Regierungsgipfel, die Regierung hat ihn dazu eingeladen, über all die Fragen diskutiert, unter anderem die Frage, wenn wir bei Ganztagsschule etwas machen, dass wir dann unter anderem Pakt für Nachmittagsbetreuung, weil das ein Thema in Ihren Reihen war, so schieben und auch akzeptieren, dass es am Ende aufgeht, weil wir das Ressourcenthema ausdrücklich sehen. Deswegen lasse ich mir von Ihnen nicht unterstellen, wir hätten die Ressourcenfragen gar nicht aufgehoben. Wir haben überhaupt keine Mengenanträge in den Bildungsgipfel eingebracht, sondern der Einzige, mit dem ich verhandelt habe, ist der Kultusminister, und zwar genau und konkret über solche Fragen. Zweiter Punkt, damit auch das klar ist. Sie erzählen ja immer etwas von Einheitsschule. Also, solchen Stuss habe ich selten hier wirklich erneut wieder hören müssen. Wirklich wieder hören müssen. Ich sage, ach, Herr Schwarz, regen Sie sich jetzt nicht künstlich auf. Wenn wir darüber jetzt schon streiten müssen, dann haben wir echt andere Probleme. Deswegen will ich Ihnen eine zweite Passage aus dem Brief an den Ministerpräsidenten vorlesen, damit das auch noch einmal klar ist. Übrigens ein Ergebnis des Gesprächs mit dem Kultusminister und die Frage, ob die SPD jetzt sozusagen die Gymnasien abschaffen wolle oder ob sie bereit sei, die Gymnasien zu akzeptieren. Eine Frage, die völlig absurd in unsere Richtung ist. Trotzdem habe ich ausdrücklich dem Ministerpräsidenten folgenden Satz mitgeteilt. Eine Bestandsgarantie für die Schulform geben wir für die nächsten 10 Jahre gerne ab. Gemeint sind die Gymnasien, ausdrücklich im Satz vorher definiert. Deswegen, ich akzeptiere, dass Sie andere Einsichten haben, dass Sie Einschätzungen haben, dass Sie politisch streiten wollen. Aber hören Sie auf mit Unwahrheiten in diesem Haus. Ich habe die Nase wirklich gestrichen voll. Kollege Schwarz zur Erwiderung. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, zu der Fragestellung Unwahrheiten werde ich mich hier sicherlich nicht weiter äußern. Ich nehme für mich in Anspruch, ein wahrhaftiger Mensch zu sein, der auch die Wahrheit sagt. Aber eines will ich Ihnen dann doch sagen. Wenn es denn so ist, dass Sie die Gespräche, was ich überhaupt nicht bezweifle, mit dem Staatsminister Prof. Lotz und mit dem Ministerpräsidenten auch im schriftlichen Austausch, warum bringen Sie denn die Ergebnisse oder bzw. die Vorschläge nicht einmal ein? Dann setzen Sie sich doch einmal hin, dann legen Sie den Bildungsgipfel doch einmal auf den Tisch. Legen Sie den Bildungsgipfel doch einmal auf den Tisch. Das sind unsere Vorschläge. Ich habe Ihre Vorschläge nie schriftlich erhalten. Dann zeigen Sie mir bitte die E-Mail, in der ich Ihre Vorschläge erhalten habe. Die ist bei mir nicht angekommen, damit das auch einmal klar ist. Und zum Thema Wahrheit, das will ich Ihnen auch noch kurz zurufen. Wenn ich mir überlege, wie Vertreter aus Ihren Reihen an den Gymnasien unterwegs sind und wissentlich Stimmung machen, wissentlich falsche Zahlen kommunizieren, dann halte ich das für unverantwortlich, auch unverantwortlich für Schulfrieden. Ich bin da ja noch nicht fertig. Ich habe ja noch Redezeit. Unverantwortlich. Das ist billigste Stimmung, Clara. Und ich will Ihnen eins sagen. Eine Stellenumlenkung ist keine Stellenkürzung. Es bleiben alle Lehrer im System. Und wenn ein Grundkurs von 18,9 auf 19,9 Schüler steigt und ein Leistungskurs von 16,7 auf 17,7 Schüler steigt, dann, glaube ich, ist das vertretbar. Und wenn Sie davon reden, dass zukünftig überhaupt keine Kurse mehr angeboten werden können in einer Vielfalt, dann ist das schlicht und ergreifend Ihre Unwahrheit, die ich nicht akzeptiere. Kollege Schwarz, Sie müssen zum Schluss kommen. Das will ich Ihnen in aller Deutlichkeit einmal gesagt haben. Also, zum Thema Wahrhaftigkeit brauchen wir uns, glaube ich, nicht wechselseitig schlau zu reden. Ich weiß, wer die Wahrheit spricht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schwarz. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Lieber Herr Kollege Schwarz, Ihr Auftritt eben bei den beiden Reden war so, wie wir das von Ihnen gewohnt sind, nachdrücklich, auch mit einer gewissen Lautstärke vorgetragen. In der Substanz war es dann ein bisschen schwierig. Und das, lieber Herr Kollege Schwarz, passt genau zu dem, was Sie hier als Antrag vorgelegt haben, als Resümee dieses Bildungsgipfels. Ich finde das schon bemerkenswert, wenn man schon in den ersten zwei, drei Zeilen lesen kann, was für Sie das wesentliche Ergebnis von 10 Monaten Arbeit vieler, vieler Menschen, dem entsprechenden Einsatz, auch finanzieller Ressourcen dieser Landesregierung, dieses Landes ist. Sie schreiben, der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung die Akteure im Bildungswesen und die Fraktionen des Landtags durch den Bildungsgipfel an einen Tisch gebracht hat. Meine Damen und Herren, dann kann das nur so übersetzen. Gut, dass wir einmal darüber geredet haben. Das reicht Ihnen offensichtlich, meine Damen und Herren. Unserem Anspruch an eine gute hessische Bildungspolitik genügt das nicht. Und das, Herr Kollege Schwarz, was Sie in Ihrem Antrag in Ziffer 2 formuliert haben und was Sie ja auch vorgetragen haben, diese paar kleinen Minimalkonsense, das sind Dinge dafür, und das ist der Unterschied in der Bewertung, Herr Kollege Schwarz, dafür hätten wir keinen Bildungsgipfel mit all diesem Aufwand gebraucht. Das bisschen hätte man auch auf andere Weise erreichen können. Meine Damen und Herren, es wäre nicht nur ein Zeichen von Größe, sondern auch ein zielführender Weg gewesen, wenn die Landesregierung jetzt wenigstens einmal daran gehen würde, die Gründe für das Scheitern ehrlich zu analysieren, anstatt die Verantwortung einfach den anderen Teilnehmern zuzuschieben. Diese Oppositionsbeschimpfung ist schon einer Regierung und einer Regierungskoalition unwürdig. Ich kann nur sagen, es mutet mittlerweile verzweifelt an, mit welcher Vehemenz Sie sich an diese Minimalkonsense klammern und die landesweiten Demonstrationen tausender Schüler und Eltern in der vergangenen Woche gegen die Stellenkürzungen an den gymnasialen Oberstufen hätten für Union und GRÜNE eigentlich als deutliches Indiz für das Scheitern ihrer Bildungspläne ausreichen müssen. Die schwarz-grüne Koalition, und das müssen wir heute feststellen, hat mit ihrer Bildungspolitik das Gegenteil von Schulfrieden geschaffen, und die Schüler, Eltern und Lehrer in Hessen werden die Leidtragenden sein. Meine Damen und Herren von der schwarz-grünen Koalition, geben Sie es endlich zu. Ihr Vorhaben ist krachend gescheitert. Der Versuch, Beschlüsse für die Bildungspolitik der kommenden 10 Jahre festzuschreiben, ist misslungen. Und dafür tragen allein Sie die Verantwortung, auch wenn Sie noch so sehr versuchen, das anderen in die Schuhe zu schieben. Das würden Sie gerne tun, Frau Dahn. Ich weiß, das kennen wir von Ihnen. Dass es letztlich zu keiner Einigung gekommen ist, kann niemanden überraschen. Zum einen hat die Landesregierung zu keinem Zeitpunkt in diesen 10 Monaten offene inhaltliche Diskussionen und bildungspolitische Debatten gesucht, sondern letztlich immer nur eine Selbstvergewisserung der eigenen Position. Und zum anderen, das wollen wir doch einmal sehr deutlich festhalten, beschloss die Landesregierung exakt parallel zu den Verhandlungen wirklich weitreichende Änderungen für die hessische Schullandschaft im Alleingang am Gipfel vorbei und sorgte mit den Kürzungen bei der Lehrerzuweisung ja nicht nur bei den gymnasialen Oberstufen, sondern auch bei den Grundschulen dafür, dass unterschiedliche Schulformen, unterschiedliche Ziele in der Bildungspolitik gegeneinander ausgespielt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Schwarz-Grün hat den unter FDP-Verantwortung geschaffenen Schulfrieden und die Ruhe an den hessischen Schulen schlicht verzockt. Man kann das auch gut auf den Punkt bringen. Sie machen die Schulen, Sie machen insbesondere die Gymnasien endgültig zum Steinbruch Ihrer hessischen Regierungspolitik. Und dann stellen Sie sich hierher und versuchen, die Lage schönzureden, ob das Herr Kollege Schwarz mit seinem Beitrag war oder ob es der Kultusminister an anderer Stelle war. Ich habe mir das, weil es ja doch frappierend ist, mal aus dem Pressespiegel herausgezogen, Fuldaer Zeitung vom 18.07. Dort werden Sie, Herr Minister, zitiert unter der Überschrift »Kein Schüler wird weniger Unterricht erhalten« mit dem Satz »Kein Schüler, keine Schülerin wird durch die Stellenumlenkung weniger Unterricht erhalten. Im Wesentlichen werden nur die Kursgrößen im Schnitt geringfügig steigen«, das hat ja auch Herr Schwarz gesagt, »freiwillige Zusatzangebote und Kleinstangebote für Leistungskurse müssen vielleicht auf den Prüfstand gestellt werden.« Herr Minister,
wenn man das als Verniedlichung bezeichnet der wahren Situation, dann ist das noch geschmeichelt. Denn jeder, der weiß, was in den Schulen los ist, weiß natürlich, dass insgesamt die Angebote eingeschränkt werden, dass es keineswegs gesagt ist, dass da mal ein Kurs von 19 auf 21 ansteigt oder was auch immer, sondern dass Kurse wegfallen, dass das Angebot weniger vielfältig wird, dass auch die Ressourcen weg sind, um Vertretungsunterricht zu organisieren. Das wird dann ganz konkret auch zum Unterrichtsausfall führen. Genau das ist das Beispiel. Herr Kollege Schwarz, kommen Sie zur Kurzintervention. Vielleicht können Sie dann mal etwas Substanzielles noch beitragen. Im Ergebnis, meine sehr geehrten Damen und Herren, bedeutet eine Kürzung von 6% weniger Lehrer an den gymnasialen Oberstufen. Und darauf läuft es ja hinaus. Einen weitreichenden Wortbruch dieser Koalition, da durch diese Absenkung der Lehrerversorgung nicht nur die versprochene Aufrechterhaltung einer mindestens 104-prozentigen Lehrerversorgung, sondern schon das nicht mehr gewährleistet ist, sondern dass an den gymnasialen Oberstufen die Versorgung unter 100% fällt. Das muss man sich einmal klar machen. Wenn Sie bei 104% 6% abziehen, dann haben Sie nicht einmal mehr die volle Lehrerversorgung von 100%. Ja, Herr Schork, so einfach ist Mathematik. Das muss man manchmal schon zur Kenntnis nehmen. Und die Einschränkungen habe ich schon genannt. Es ist halt auch ein Problem, wenn man Taschenspielerstricks macht wie an den Grundschulen. Wir haben die Zahlen ja mal lesen können in einer Antwort des Kultusministers. 147 Stellen zieht diese Koalition bei den Grundschulen ab. Vorrangige Argumentation, wir wollen doch den Pakt für den Nachmittag damit gewährleisten. Wie viele von den 147 Stellen kommen beim Pakt für den Nachmittag an? Exakt 80,7 teilt uns die Landesregierung mit. Das ist eine Mogelpackung und nichts anderes. Und, ich will das in aller Freundschaft und Kollegialität, Herr Minister, noch einmal wiederholen. Wenn Sie sagen, das hat keine Auswirkungen auf den Unterricht, dann hat das etwas mit unserer Profession vielleicht zu tun. Man sagt uns ja nach, Judex non calculat, böse übersetzt, Juristen können nicht rechnen. Deswegen, wenn das so ist, dann kann ich nur den Rat geben, den ich als Bildungspolitiker auch beherzige. Wenn man als Jurist Bildungspolitik macht, dann kann man manches beurteilen. Aber die Schulpraxis, die sollte man sich von den Schulpraktikern einmal erklären lassen. Und da gibt es das Beispiel auch exemplarischen Lernens. Und da bin ich sehr dankbar, Frau Grippner-Grimme, die Landesvorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, hat das eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht in einem Gespräch mit der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen, wo sie formuliert hat, sehr bildhaft, aber auch sehr nachvollziehbar, wenn neue Häuser gebaut werden sollen, dann kann man nicht von bestehenden Häusern Flügel abreißen, um das neue Haus zu bauen, weil es sonst in die alten Häuser hineinregnet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das verstehen auch wir Juristen, oder wir sollten es zumindest verstehen. Und dann zu behaupten, es hat keine Auswirkungen, tut mir leid, das müssten Sie uns dann in der Tat noch sehr viel ausführlicher erklären, Herr Minister, ob das gelingt. Vielleicht lassen Sie es lieber, weil es vermutlich nicht gelingen wird. Und ich will einen weiteren Punkt zum Abschluss ansprechen, weil das sehr wichtig ist für das, was wir in Hessen auch außerhalb der üblichen bildungspolitischen Debatten zu stemmen haben. Wir haben eine große Zahl von jungen Menschen, die zu uns kommen, die aus Not und Armut fliehen, aus Verfolgung fliehen, die hier ankommen ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Diese jungen Menschen müssen wir hier aufnehmen, für diese jungen Menschen müssen wir sorgen. Und da ist es ein miserables, ich sage mehr, es ist ein erbärmliches Zeichen, wenn in diesen Zeiten die Landesregierung hergeht und die Seiteneinsteigerklassen reduziert bzw. die Stundenzuweisung dafür von 32 Stunden auf jetzt nur noch 25 reduziert und ankündigt, im nächsten Schuljahr soll es noch einmal sinken auf 22 Stunden, bei Grundschulen sogar auf 18 Stunden. Meine Damen und Herren, das ist genau das falsche Zeichen, das Sie an dieser Stelle setzen. Und wenn Sie außerdem auch noch bei den Intensivkursen, wie angekündigt, weiter kürzen, dann ist das ein weiteres schlechtes Zeichen. Man hört von Wegfall der zusätzlichen Stunden für minderjährige Flüchtlinge im Clearingverfahren. Wir stellen fest, dass großartig über
eine Dauer von mehr als einem Jahr angekündigte InteA-Programm ist schon, bevor es startet, viel zu kurz gegriffen. Mit 129 Gruppen wird es nicht ansatzweise gelingen. Sie versündigen sich mit dieser Politik an jungen Menschen, und sie versündigen sich mit dieser Politik auch an der Gesellschaft und an unserer Wirtschaft, die diese jungen Menschen dringend braucht. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, mein letzter Satz. Man kann nur zusammenfassen. Sie wollten sich als Gipfelstürmer feiern lassen. In die Geschichtsbücher gehen Sie allenfalls als tragisch abgestürzter Amateurkletterer ein. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Bildungsgipfel ist ein zentrales Projekt der schwarz-grünen Landesregierung krachend gescheitert. Und da braucht man auch gar nicht drum herum zu reden, nach dem Motto, gut, dass wir einmal darüber geredet haben. Sie müssen sich doch an Ihren eigenen Ansprüchen messen lassen. Und die waren laut Koalitionsvertrag mit allen an Schule Beteiligten und den Landtagsfraktionen eine Vereinbarung zur Schulentwicklung in Hessen für die nächsten 10 Jahre zu erreichen, um Planungssicherheit zu geben. Und das ist gründlich schiefgegangen, meine Damen und Herren. Und Sie können jetzt natürlich den Oppositionsfraktionen vorwerfen, dass wir ja gar nicht an einer Einigung interessiert waren, wie Herr Al-Wazir das beim Bildungsgipfel gemacht hat, wie Herr Schwarz das eben gemacht hat. Sie unterstellen, dass es seitens der Opposition keinen guten Willen gegeben hätte, weil uns sonst ein Wahlkampfthema verloren gegangen wäre. Erstens. Seien Sie gewiss, diese Koalition verbockt derzeit so viel, dass es mit Sicherheit keinen Mangel an Wahlkampfthemen geben wird. Und zweitens, muss ich sagen, das ist schon eine ziemlich unverschämte Unterstellung. Nach einem 10-monatigen Prozess, an dem sich alle Beteiligten mit sehr viel Engagement eingebracht haben. Und ich will Sie, Herr Kollege Schwarz, auch nur freundschaftlich auf einen argumentativen Widerspruch hinweisen. Also, man kann sich hier entweder hinstellen und sagen, der Bildungsgipfel war ein Erfolg. Wenn man dann aber 2 Sätze später sagt, dass die Opposition verantwortlich für Scheitern ist, ist das zumindest in sich keine geschlossene Argumentation. Da sollten Sie die Sprachregelung vielleicht noch einmal etwas ausfeilen. Vor allem aber werden Sie der breiten Kritik, die es von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Bildungsgipfels gegeben hat, überhaupt nicht gerecht. Ich möchte denen ausdrücklich danken für ihre Beteiligung und für ihr Engagement. Fakt ist, dass dieser Bildungsgipfel nicht an der Opposition gescheitert ist, sondern am Verhalten der Regierung. Sowohl die Landesschülervertretung als auch die Gewerkschaften als auch der Landeselternbeirat, alle sie haben das Abschlusspapier nicht unterschrieben. Es gab breite Kritik von den Ausländerbeiräten über die Personalräte bis hin zum Philologenverband. Und diese inhaltlichen Differenzen die lassen sich auch durch die gewieftete Moderation durch die Ministerien eben nicht wegmoderieren. Da saßen 40 Menschen mit am Tisch. Und 3 vertreten davon die Opposition. Also jetzt zu sagen, das Scheitern hätte wahlkampftaktische Gründe, ist doch wirklich eine absolut lächerliche Argumentation. Für das Scheitern des Bildungsgipfels gibt es Gründe. Und das sind in allererster Linie 2 Gründe. Der erste Grund sind die bildungspolitischen Fossilien in der CDU. Wenn man andere beteiligen will, setzt das eben voraus, dass man seine eigenen, zumal sehr antiquierten Positionen, auch einmal bereit ist, infrage zu stellen. Dazu waren die CDU-Hardliner in der Bildungspolitik nicht bereit. Sie halten fest an pädagogisch völlig veralteten Konzepten und an einem Schulsystem aus dem Kaiserreich. Und dass der Bildungsgipfel eine reine Scheinpartizipation ist, das hat ja niemand so deutlich gemacht wie der Ministerpräsident bei seinem Auftritt bei der Jungen Union, der sich kurz vor Abschluss des Bildungsgipfels hinstellte und erklärte, dass die CDU, ich zitiere, sich keinen Millimeter von der Grundlinie entfernen würde. Meine Damen und Herren, das zeigt doch, was dieser Bildungsgipfel wirklich sein sollte, nämlich eine Alibi-Veranstaltung, die noch dazu die demokratisch eingesetzte Enquete-Kommission die noch aushebeln sollte. Meine Damen und Herren. 10 Monate Beschäftigung für nichts. Oder um beim Vokabular des Ministerpräsidenten zu bleiben, keinen Millimeter Fortschritt. Und das liegt in allererster Linie an der CDU.
Und wenn Herr Irmer jetzt in den Bundestag strebt, wie er nachzulesen war, und die CDU-Fraktion sich freut mit den Worten, die Bundespolitik würde mit ihm einen hervorragenden Bildungspolitiker erhalten, dann finde ich, spricht das Bände. Ganz ehrlich, wer Herr Irmer für einen hervorragenden Bildungspolitiker hält, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen, meine Damen und Herren. Und der zweite Grund für das Scheitern ist Ihr aktuelles Regierungshandeln, Herr Minister. Wenn Sie nämlich auf der einen Seite erklären, dass Sie Planungssicherheit geben wollen und gleichzeitig bei der Lehrerzuweisung und bei der Beamtenbesoldung kürzen, dann dürfen Sie sich doch nicht wundern, dass es keinerlei Vertrauensbasis für eine gemeinsame Vereinbarung gibt. Sie halten sich ja nicht einmal an Ihren eigenen Koalitionsvertrag, in dem steht, wir werden unseren Schulen Verlässlichkeit in der Lehrerausstattung geben. Von Verlässlichkeit kann doch keine Rede sein, wenn man eine faktische Stellenkürzung an Grundschulen und gymnasialen Oberstufen vornimmt, und das auch noch, während sich Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler in den Arbeitsgruppen des Bildungsgipfels darum bemühen, gute Vorschläge für die Verbesserung des hessischen Schulsystems zu machen. Das, meine Damen und Herren, ist doch kein Angebot für einen Schulfrieden. Das ist eine Kampfansage an die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land, an die Schülerinnen und Schüler und an die Eltern. Eine solche Stellenkürzung bei den ganzen Zusatzaufgaben, die den Lehrkräften aufgebürdet werden, ist völlig unverantwortlich. Uns alle erreichen Zuschriften von Schulen, die zum Teil ausgerechnet haben, dass es bis zu 2 Lehrerstellen weniger im kommenden Jahr gibt. Und ja, Herr Schwarz, Sie können sich ja dann hinstellen vor die betroffenen Schüler und sagen, euer Lehrer ist gar nicht weg, der ist halt nur leider woanders. Auf dem Rücken von Grundschülern, auf dem Rücken von Oberstufenschülern und auf dem Rücken von betroffenen Lehrern nun dringend notwendige Lehrerstellen in andere Bereiche umzuverteilen, hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Ja, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer für echte Ganztagsschulen. Ja, wir brauchen Lehrkräfte, um jungen Flüchtlingen gute Bildungschancen anbieten zu können. Aber diese brauchen wir zusätzlich. Die dürfen doch nicht an anderer Stelle abgezogen werden, wo auch ein Mehrbedarf bestehen würde. Und was sollen denn die Schulleiter jetzt machen in dieser Situation? Sie können die bisherigen Kurse, die bestehenden Kurse vergrößern. Sie können dafür sorgen, dass Kurse wegfallen. Oder es geben sie eben noch zulasten anderer Jahrgänge. Alles das ist doch keine sinnvolle Politik. Und ich finde, mit dieser Politik, mit dieser Kürzung verschlechtern Sie die Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer nur noch weiter. Der Bildungsgipfel hat für uns an 2 zentralen Stellen keinerlei Verbesserungen gebracht, nämlich beim Thema soziale Gerechtigkeit und beim Thema der Finanzierung. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir keine Vereinbarung des Bildungsgipfels unterschreiben werden, die das Problem der sozialen Ungerechtigkeit im Bildungssystem nicht angeht. 2013 stellte eine OECD-Studie fest, dass die größten Bildungsbenachteiligungen in den USA und in Deutschland vorzufinden sind. Und das geht sogar so weit, dass sogar die OECD hier einen Verstoß gegen das Grundgesetz sieht, das ja ausdrücklich vorsieht, dass niemand aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden darf. Aber genau das geschieht im deutschen Bildungssystem. Und das starre Festhalten an der Mehrgliedrigkeit und die frühe Auslese zementiert die soziale Ungerechtigkeit und die vorhandenen Bildungsbenachteiligungen. Das belegen alle internationalen Studien. Die soziale Herkunft entscheidet über Bildungsbiografien, und das ist gerade in Hessen besonders ausgeprägt. Und wenn sich ein Bildungsgipfel dieser zentralen Frage nicht annimmt, dann frage ich Sie, wofür wird er dann gebraucht? Wir wollen eine Bildungspolitik, die Bildung als ein Menschenrecht begreift, dass der Zugang zu Bildung unabhängig von der Herkunft ist, dass Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien, Kinder aus finanzschwachen Familien eben nicht benachteiligt werden. Aber die CDU war nicht bereit, auch nur winzige Schritte in diese Richtung zu gehen, vielleicht sich von der Hauptschule wenigstens einmal zu verabschieden. Irgendwelche Schritte in Richtung längeres gemeinsames Lernen muss ja nicht gleich bis zur 10. Klasse sein. Keinen Millimeter hat die CDU sich bewegt. Wir reden seit Jahren über den Ausbau echter Ganztagsschulen. Auch hier passiert nichts. Von 1.200 Grundschulen, die wir in Hessen haben, sind gerade einmal 5, ganze 5 sind gebundene Ganztagsschulen, also echte Ganztagsschulen. Sie kommen mit einem Pakt für den Nachmittag, der eine Mogelpackung ist und der die Verantwortung auf die Eltern und auf die Kommunen einfach nur abschiebt.
Dabei wäre gerade das so wichtig, gerade im Grundschulbereich, wo viele Eltern ein Betreuungsproblem haben. Wir bräuchten einen Plan zur Umsetzung der Inklusion in Hessen. Auch das fehlt bisher. Und das Problem ist, das geht eben alles nicht ohne zusätzliche finanzielle Mittel. Und auch da sprechen noch die Zahlen der OECD-Bände, dass der Anteil des Geldes, das am Bruttoinlandsprodukt Deutschland in die Bildung steckt, dass es unterdurchschnittlich ist. Und deswegen muss mehr Geld in die Bildung fließen. Aber das Thema Ressourcen, das Thema zusätzliche finanzielle Mittel, das ist ja völlig ausgeklammert gewesen. Und das ist genau das Problem. Jetzt sprechen Sie von einem Schulfrieden, CDU und GRÜNE. Aber ich sage Ihnen, wir werden keinen Frieden machen mit einem Schulsystem, das auf sozialer Auslese beruht und in dem der Bildungserfolg so stark von der Herkunft abhängt wie in kaum einem anderen Industrieland. Und im Koalitionsvertrag wird dann der Schulkampf der letzten Jahre beklagt. Und ich will aber noch einmal deutlich sagen, wer hat denn den bitte geführt? Wer hat denn in diesem Land einen Schulkampf geführt? Die größten bildungspolitischen Verwerfungen der letzten Jahre war die Einführung von G8, die sogenannte Unterrichtsgarantie Plus und die Einführung der Studiengebühren. Alles eingeführt von der CDU, die jetzt von einem Schulfrieden spricht, heuchlerisch, und davon redet, den Schulkampf beenden zu wollen. Sie haben den Schulkampf hier geführt. Sie haben entgegen aller Warnungen und aller Widerstände G8, die Unterrichtsgarantie Plus, die Studien durchgeführt. Und deswegen ist es einfach nicht glaubwürdig, wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, Sie wollten einen Schulkampf beenden, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Wissler, kommen Sie bitte zum Schluss. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Mit der aktuellen Stellenkürzung bringen Sie erneut Unsicherheit an die Schulen. Mit Planungssicherheit hat das nichts zu tun. Deshalb, wenn der Bildungsgipfel nicht völlig verpuffen soll, dann nehmen Sie wenigstens diese Kürzung zurück. Das wäre das Mindeste. Und ich glaube, das wäre den Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und den Schülern und auch den Eltern sehr viel mehr wert als die warmen Worte des Dankes. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, die Redebeiträge der Opposition heute Morgen haben gezeigt, wo die Schwierigkeiten in diesem Bildungsgipfel lagen. Der Opposition ging es in diesem Prozess nie um die Sache, sondern immer um Schwarz-Grün. Uns als Regierungskoalition ging es darum, die Schulen voranzubringen, und der Opposition ging es um parteitaktische Spielchen. Das hat diese Debatte noch einmal eindringlich gezeigt. Wir als schwarz-grüne Koalition haben zu Beginn der Legislaturperiode alle Akteure des Bildungswesens an einen Tisch gerufen, zusammengerufen, um gemeinsam mit Ihnen zu beraten, was sind die Herausforderungen unseres Bildungswesens, was gibt es für Lösungsvorschläge, was gibt es für Ideen zur Weiterentwicklung dieses Bildungswesens, und ja auch, kann man sich über ein paar Sachen in diesem Bildungswesen tatsächlich auch einigen. Meine Damen und Herren von der Opposition, was war an diesem Ansatz denn eigentlich falsch, zu Beginn der Legislaturperiode zuzuhören, sich beraten zu lassen und eben nicht durchzuregieren? Wir bleiben dabei. Das war der richtige Ansatz und der vernünftige Ansatz in der Bildungspolitik. Mein ausdrücklicher Dank gilt an alle, die sich an diesem Prozess beteiligt haben, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und insbesondere auch an die Arbeitsgruppenvorsitzenden und die Co-Vorsitzenden mit den Mitgliedern der Landesregierung und aus den gesellschaftlichen Gruppen. Ein ganz herzliches Dankeschön. Und ich sage, es war der Mühe wert, und der Bildungsgipfel hat sich gelohnt, meine Damen und Herren. Wir haben viele gute Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen, die jetzt auch in die weitere Arbeit einfließen werden. Und ja, es hat sich auch gelohnt, in Hessen zu versuchen, was in anderen Bundesländern geklappt hat, nämlich eine parteiübergreifende Vereinbarung zu schließen über die Schulentwicklung in unserem Land. Das war ausdrücklich der Versuch wert. Diese Regierung hat die Hand gereicht. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, es gibt jemanden, der die Hand reicht, aber es muss auch jemanden geben, der diese Hand ergreifen will. Und daran hat es in diesem Prozess dramatisch gemangelt, meine Damen und Herren.
Jetzt haben wir ja eine ganz spannende Situation. Wir haben ja eine ganz spannende Situation. Die Opposition ist eifrig bemüht, die Ergebnisse dieses Bildungsgipfels kleinzureden. Sie sollten aufpassen, dass Sie nicht an der Wirklichkeit völlig vorbeireden. Ja, es ist richtig, es gab einige, die das Abschlussdokument nicht unterzeichnen wollten. Das ist ausdrücklich richtig. Aber, meine Damen und Herren, fast alle wollen, dass wir die Ergebnisse der Arbeitsgruppen umsetzen. Und das müssen Sie doch einmal zur Kenntnis nehmen. Fast alle fordern uns auf, hört nicht auf die Opposition, sondern setzt das um, was die Arbeitsgruppen tatsächlich erarbeitet haben. Ich will Ihnen das ganz konkret machen. Und da wird es nämlich sehr einsam mit der Position der Opposition. Der DGB und die Unternehmerverbände einvernehmlich, das kommt ja nicht oft vor, bitten uns händeringend, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 4 umzusetzen. Und wir werden es tun, meine Damen und Herren. Der Ganztagsschulverband sagt, das ist ein guter Weg, der da beschrieben ist als Kompromiss in der Arbeitsgruppe 2 für die zukünftige Entwicklung der Ganztagsschulen. Und wir werden das umsetzen, meine Damen und Herren. Und die Teilnehmer der AG 1, vorne ran die Landesschülervertretung, sagen, es war lohnend, über das Akzeptanzproblem der Hauptschule zu reden. Es war lohnend, darüber zu reden, wie wir die Schulstruktur verändern können. Und bitte, bitte arbeitet daran weiter und folgt nicht der Opposition, die alles in Bausch und Bogen in die Tonne kloppen will. Und auch das werden wir machen, meine Damen und Herren. Und auch in der AG 3 und in der AG 5 sind viele Vorschläge erarbeitet worden, Frau Wissler, an denen wir jetzt weiterarbeiten werden. Und wie war in diesem Prozess, meine Damen und Herren, das Verhalten der Opposition? Wie war das Verhalten? Und da muss man sich ja einmal anschauen, wann die größte Oppositionsfraktion aus diesem Prozess ausgestiegen ist. Das ist ja sehr spannend. Sehr spannend. Wann war dieser Zeitpunkt? Es ist exakt zu dem Zeitpunkt erfolgt, wo der Kultusminister die SPD gebeten hat, schriftliche Vorschläge zu machen, was ihre Kompromissvorschläge sind. Und bis zum heutigen Tag gibt es keinen einzigen dieser schriftlichen Vorschläge, weil sie kein Interesse an dieser konstruktiven Auseinandersetzung hatten. Ich sage es Ihnen, damit Sie es besser verstehen, in den Worten des früheren Fraktionsvorsitzenden der SPD, Armin Klaus. Der hat in Koalitionsrunden, das haben mir die Kollegen aus rot-grünen Zeiten immer erklärt, wenn groß schwadroniert wird, was man angeblich alles machen will und mit wem man telefoniert und gesprochen hat, hat Armin Klaus einen einfachen Satz gesagt, der lautete, mir liegt nichts vor. Und genauso ist es bei Ihren Vorschlägen zum Bildungsgipfel. Sie glauben, meine Damen und Herren von der Opposition, Sie hätten Schwarz-Grün geschadet. Nein, meine Damen und Herren von der Opposition, Sie haben unseren Schulen geschadet mit Ihrem Verhalten. Denn unsere Schulen wünschen sich nichts mehr. Unsere Schulen wünschen sich nichts mehr als Verlässlichkeit und als Planungssicherheit, so wie das in 4 anderen Bundesländern mit der Opposition gelungen ist. In Hessen war das leider nicht möglich, meine Damen und Herren. Und jetzt schauen wir uns die Argumente der Opposition mal an, weshalb sie angeblich nicht dabei gewesen wären. Das Ressourcenargument. Und da muss man sich ja kritisch prüfen. Da muss man ja mal schauen, ist das, was wir in Hessen machen, weniger als das, was wir in anderen Bundesländern machen? Gibt es Bundesländer, an denen wir uns orientieren könnten, die besser sind? Nein, meine Damen und Herren, das, was wir hier in Hessen machen an Ressourcen mit der Lehrerversorgung über Bedarf, mit der Zusage, alle Ressourcen bleiben trotz demografischen Wandel im System, das ist einmalig, das gibt es in keinem anderen Bundesland. Und ja, da kann man fordern, es muss immer noch mehr sein.
Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich unterschreibe sofort einen Brief an Angela Merkel und Sigmar Gabriel, stellt den Ländern mehr Geld für Bildung zur Verfügung. Das können wir sofort machen. Aber solange das nicht erfolgt, müssen wir hier in Hessen reale Probleme lösen mit den Geldern, die wir haben, meine Damen und Herren. Und wenn man dann als Opposition, wenn diese Regierung sich um die Einnahmeseite kümmert, wenn diese Regierung in Hessen die einzige Steuer, die wir beeinflussen können, nämlich die Grunderwerbsteuer, erhöht, und wenn dann die Opposition in Form der SPD diese Steuererhöhung ablehnt und dann gleichzeitig sagt, es muss aber immer noch ein bisschen mehr sein, dann ist das unglaubwürdig, meine Damen und Herren. Und jetzt das Argument, es ginge nicht um soziale Gerechtigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kriegen Sie eigentlich mit, was real gerade passiert? Was real gerade passiert? Diese Koalition bewegt in diesem und in dem nächsten Schuljahr fast 1.000 Stellen für mehr soziale Gerechtigkeit an unseren Schulen, 345 Stellen im Bereich Ganztag, 260 Stellen im Bereich Deutschförderung, 220 Stellen im Bereich Inklusion, 120 Stellen im Bereich Sozialindex. Alles Maßnahmen für mehr soziale Gerechtigkeit. Und was sagt die SPD, wenn es konkret wird mit sozialer Gerechtigkeit? Wir sind dagegen. Das verstehe ich nicht, meine Damen und Herren. Und das Argument ist jetzt, wir sind dagegen, weil für diese Umverteilung, für diese Stärkung der sozialen Gerechtigkeit bei den Schülerinnen und Schülern, die es dringend brauchen, weil dafür auch 160 Stellen aus der Oberstufe abgezogen werden müssen. Wir sind uns sofort einig, wenn Sigmar Gabriel und Angela Merkel uns mehr Geld geben, dann müssen wir das nicht machen. Aber solange wir dieses Mehrgeld nicht haben, müssen wir uns fragen, wie können wir vorhandene Ressourcen möglichst effektiv in unserem Bildungswesen einsetzen? Und ist es vielleicht erträglich und machbar, dass wir die Situation an den Oberstufen etwas ändern, um Geld für die Menschen zu haben, die sonst keine Chancen in unserem Bildungswesen hatten? Und ich dachte immer, bei einer solchen Umverteilung von den Gewinnern des Bildungswesens zu denjenigen, die keine Chancen im Bildungswesen haben, ist die SPD an unserer Seite. Leider Fehlanzeige, meine Damen und Herren. Es bleibt dabei, Sie glauben, Sie hätten Schwarz-Grün eine ausgewischt mit dem, was Sie beim Bildungsgipfel gemacht haben. Meine Damen und Herren von der Opposition, es fällt alles auf Sie zurück. Und wir werden die vielen guten Anregungen des Bildungsgipfels umsetzen und weiter daran arbeiten. Sie hatten Ihre Chance zur Mitgestaltung. Sie haben sie nicht genutzt. Dann gestalten wir halt eben ohne Sie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Kultusminister, Prof. Lotz. Bitte. Meine Damen und Herren, ich bitte um etwas Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kultusminister. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Beginn dieser Legislaturperiode sei eine Koalition zwischen zwei Parteien, die durchaus von unterschiedlichen Grundpositionen herkommen und in der Vergangenheit auch in der Bildungspolitik unterschiedliche Vorstellungen formuliert haben. Aber CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben sich dennoch erfolgreich verständigt und weisen jetzt in nunmehr eineinhalb Regierungsjahren kontinuierlich nach, was bei gutem Willen der Beteiligten, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, in einem konstruktiven Dialog an tragfähigen Vereinbarungen möglich ist. Vielleicht hat uns diese gute Erfahrung zu etwas viel Optimismus verleitet, was die Möglichkeit anbetrifft, sich auch mit anderen bildungspolitischen Akteuren auf einer praktisch vernünftigen Basis zu einer Verständigung zu kommen. Und trotzdem, meine Damen und Herren, gibt es an diesem Versuch nichts zu bedauern. Die Landesregierung hat drei Zielsetzungen mit der Einberufung dieses Gipfels verfolgt. Man muss nicht alle gleich von Anfang an den Koalitionsvertrag schreiben.
Erstens. Wir wollten Experten aus Schule, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in die Weiterentwicklung der hessischen Bildungspolitik einbeziehen, damit auch eine neue Kultur der bildungspolitischen Auseinandersetzung ermöglichen. Das, meine Damen und Herren, hat es in der schulpolitischen Debatte in Hessen so noch nie gegeben. Und es ist daher auch, was mich freut, von vielen Teilnehmern des Bildungsgipfels in der abschließenden Sitzung entsprechend gewürdigt worden. Wir haben über 100 bildungsnahen Institutionen die Möglichkeit gegeben, sich aktiv in den Prozess einzubringen. In 5 Arbeitsgruppen, 32 Sitzungen, 5 Workshops, 4 Unterarbeitsgruppen haben Sie alle als Gipfelteilnehmer und Impulsgeber engagiert mitgewirkt, intensiv diskutiert und schließlich Ergebnisse vorgelegt, die neben den grundsätzlichen Dissensen, die ja auch schon hinreichend aufgeschienen sind, durchaus konkrete Vorschläge beinhalten. Dafür möchte ich mich zunächst noch einmal herzlich bedanken. Und ich freue mich, dass wir uns jedenfalls in diesem Punkt einig sind. Und das alleine zeigt doch auch schon, es ist nicht allein das, dass wir darüber geredet haben, obwohl das vielleicht in Hessen vor dem Hintergrund der bildungspolitischen Vergangenheit auch schon als Errungenschaft für sich gewertet werden kann. Vor allem aber, meine Damen und Herren, ist das Material, was so entstanden ist, auch gleichzeitig gleichbedeutend mit der Erreichung des zweiten Ziels gewesen, das wir mit dem Bildungsgipfel verfolgt haben, nämlich die Gewinnung konkreter, praktischer Tipps und Hinweise aus dem Dialog mit den Experten, aus der Fülle von Begegnungen, die im Zuge dieses Prozesses stattgefunden haben, aus den Gesprächsfäden, die in diesem Zusammenhang angeknüpft worden sind und die wir auch nicht abreißen lassen wollen. Denn dieser Gipfel hat uns wertvolle Anregungen für die weitere Gestaltung des Regierungshandelns gegeben. Und ich will Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, oder wir können auch zwei nennen, weil berufliche Bildung ist ja sogar von Herrn Schäfer-Gümbel angesprochen worden. Ich will hinzufügen, auch an der Öffnung des Pakts für den Nachmittag, für gebundene bzw. teilgebundene Ganztagsschulen einerseits und in Richtung der weiterführenden Schulen andererseits werden wir festhalten und das auch bereits in die nächste Runde der Paktverhandlungen mit den Schulträgern einbeziehen. Und ich finde eigentlich Schuldzuweisungen an der Stelle relativ müßig, aber da Sie sich so viel auf unsere bilateralen Gespräche bezogen haben, Herr Schäfer-Gümbel, will ich jetzt schon auch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja, wir hatten konstruktive Gespräche speziell zu dem Thema Ganztagsschulen. Wir haben das letzte Problem, nämlich wie sich eine Zielzahl mit dem Prinzip der Freiwilligkeit vereinbaren lässt, nicht abschließend geklärt. Aber das, glaube ich, das haben wir auch schon in der letzten Plenardebatte festgestellt, das hätten wir geschafft. Wir hatten auch sonst gute Gespräche, die mir immerhin geholfen haben, die Position der SPD besser zu verstehen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig zusammengekommen in den anderen Bereichen sind wir auch in diesen Gesprächen nicht. Und dann habe ich Sie in unserem letzten Gespräch ausdrücklich darum gebeten, die Vorschläge doch einmal konkretisiert in die Verfahren der Arbeitsgruppen einzubringen. Da haben Sie mir erklärt, das machen Sie nicht. Stattdessen haben Sie einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben. Und dann hatten wir eine letzte SMS-Korrespondenz, wie gesagt, da Sie aus unseren Gesprächen zitieren, was in Ordnung ist, aber darf ich das, glaube ich, auch offenlegen. Da haben Sie sich bei mir beschwert, dass ich eine Pressekonferenz mache, um die Ergebnisse der Arbeitsgruppen vorzustellen. Da habe ich Ihnen zurückgeschrieben. Das ist jetzt nichts inhaltlich Neues. Das ist wirklich jetzt erst einmal die Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen. Das betrachte ich als Beratungsgrundlage. Da ist keine Überraschung drin. Und wir haben jetzt noch Wochen Zeit für politische Gespräche. Dann haben Sie die Angebote bekommen, der beiden Fraktionsvorsitzenden der Regierungsfraktionen auch solche Gespräche zu führen, und die haben Sie nicht mehr angenommen. Sie können das gerne auch entsprechend hier mit einer Gegendarstellung kommen, aber das ist meine Wahrnehmung des Prozesses. Ich konstruiere daraus ja auch überhaupt keinen Vorwurf, aber das gehört einfach auch zur Darstellung des Gesamtprozesses dazu. Das dritte Ziel des Bildungsgipfels, nämlich mit allen Beteiligten eine Verständigung über Leitlinien und Eckpunkte der Entwicklung des Bildungssystems zu erreichen, das hat sich auch nach 10 Monaten wirklich intensiver Arbeit auf allen Seiten als nicht erreichbar erwiesen. Das ist schade. Aber nicht deshalb, weil es der Landesregierung jetzt so wehtäte. Wenn die Grunddissense, die wir vor allen Dingen in den Bereichen Schulstruktur und Inklusion, aber auch Lehrerbildung und mit einer gewissen Resthaftigkeit auch im Ganztag festgestellt haben, und das ist doch das Entscheidende, wir haben doch keinen Grunddissens über die Frage sozialer Gerechtigkeit in dem Sinne, dass der Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern von der sozialen Herkunft möglichst abgekoppelt sein sollte. Das ist doch ein Ziel, darüber streiten wir doch nicht ernsthaft. Da haben wir sofort einen Konsens, ich bin auch überzeugt, hier im gesamten Haus. Wir streiten über den Weg dahin, wir streiten über die richtigen Mittel. Und da liegen unsere Grunddissense. Wir wollen alle dasselbe, aber wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir da hinkommen können. Das ist das Problem. Und wenn diese Grunddissense so tief sind, dass sie jede Vereinbarung verhindern, gut, dann tragen wir sie eben in Zukunft hier wieder im politischen Meinungskampf aus. Das ist für mich kein Problem.
Es ist nur schade für die Schulen, denen eine gewisse Sicherheit vor grundstützenden Veränderungen für die nächsten 10 Jahre gut getan hätte. Aber das hätte halt vorausgesetzt, dass sich auch andere Beteiligte so sehr bewegen, wie das die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, aber auch Akteure wie die Landesschülervertretung getan haben und eben nicht bis zum Ende auf unannehmbaren Maximalpositionen beharren. Und dafür will ich Ihnen gerne ein Beispiel geben. Beschluss des Landesvorstandes der GEW vom 28.05.15 ist ja auch entsprechend publiziert, dem ganzen Bildungsgipfel zugeleitet worden. Das heißt, unmittelbar vor dem letzten Durchlauf der Arbeitsgruppe. Da haben wir eine Erklärung vonseiten der GEW, wonach jede weitere Schulentwicklungsplanung auf integrierte, inklusive Ganztagsgesamtschulen ausgerichtet sein müsse und jede Abweichung von diesem Ziel im Einzelfall extra begründet werden müsste. Die GEW hat auch noch die Stirn, das als Schulkompromiss zu bezeichnen. Nein, meine Damen und Herren, das ist kein Kompromiss. Das ist die Einheitsschule in Reinkultur. Und wer das nach 8 Monaten des Prozesses als Vorschlag einbringt, der zeigt nur, dass er an einem Erfolg dieses Prozesses niemals sein Interesse hat. Wir haben in jeder Gipfelrunde diese Versuche der Torpedierung erlebt. Erst über die Arbeitsorganisation, dann über das Verfahren, die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen, dann über die thematische Fokussierung. Jedes Mal ist die Landesregierung den selbsternannten Gipfelstürmern entgegengekommen und hat alles versucht, um diesen Prozess nicht abreißen zu lassen. Die 4. Runde haben wir dann nicht mehr erlebt. Wahrscheinlich wäre es spätestens dann am Ressourcenpunkt gescheitert. Das zeigt auch die Verknüpfung, die hier in der Debatte zwischen Bildungsgipfel und Ressourcenfrage hergestellt wird. Deswegen will ich auch gerne zu der Ressourcenfrage noch ein paar Bemerkungen machen. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hatte eigentlich auch mit Blick auf den Bildungsgipfel von Anfang an eine bemerkenswerte Basis für jede Ressourcenregelung geschaffen, indem wir nämlich, und das kann man einfach nicht oft genug wiederholen, trotz der zurückgehenden Schülerzahlen keine einzige Lehrerstelle aus dem System nehmen. Und deswegen ist auch die Unterstellung, die Lehrerversorgung werde insgesamt verschlechtert und es werde an der Bildung insgesamt gespart, einfach nur eine unglaubliche Dreistigkeit. Ja, wir hatten 2013/14 die bis dahin beste Lehrerversorgung aller Zeiten. Das war schon eine große Errungenschaft. Aber wir sind inzwischen noch besser geworden. Wir haben nämlich, Herr Abg. Rentsch, wir haben nämlich noch immer die gleiche Anzahl an unterrichtswirksamen Lehrerstellen wie vor 2 Jahren, aber über 10.000 Schüler weniger. Und jeder kann sich ausrechnen, was das für die Schüler-Lehrer-Relation bedeutet. Und wir hatten die 105% in der Lehrerversorgung erreicht, und wir haben sie gehalten. Das gilt auch, wenn die Kurse in der gymnasialen Oberstufe vielleicht jetzt etwas größer werden. Denn wir haben ja auch in der Vergangenheit, als wir die Klassengrößen ständig reduziert haben, z.B. durch die Abschaffung der Sternchenregelung, uns deswegen keine Prozente gutgeschrieben. Und alles, wohin wir jetzt die durch die zurückgehenden Schülerzahlen frei werdenden Lehrerstellen lenken, Ganztag, Deutschförderung, Sozialindex, Inklusion, das zählen wir sowieso alles extra. Wenn wir das alles mitrechnen würden, wären wir weit jenseits von 110%. Das machen wir ja nicht. Das wäre auch nicht ehrlich gerechnet. Aber dann soll man bitte auch umgekehrt fair rechnen und soll nicht die Klassengröße oder die Kursgröße an dieser Stelle in Prozente der Lehrerversorgung umrechnen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Nein, meine Damen und Herren, hier geht es nur um eines, und das wollen wir mal ganz ehrlich benennen. Es geht nicht um Kürzungen oder Streichungen. Es geht um die Verteilung von Lehrerstellen. Es geht darum, dass diese Landesregierung sagt, uns ist die Schaffung einer flächendeckenden Bildungs- und Betreuungsgarantie für alle Grundschulkinder so wichtig. Uns ist die Versorgung der Zuwanderer mit Deutschförderung so wichtig. Uns ist eine sozial indizierte Lehrerzuweisung so wichtig. Uns ist eine qualitätvolle Inklusion so wichtig, dass wir dafür in der Tat auch eine geringfügig höhere Kursgröße in der gymnasialen Oberstufe in Kauf zu nehmen bereit sind. Und ich habe im Übrigen, meine Damen und Herren, auch noch niemals Kritik an dem Einsatz unserer Lehrerstellen für diese Zwecke gehört. Höchstens daran, dass es trotz der 1.000 zusätzlichen Stellen, von denen Herr Wagner schon gesprochen hat, in diesen Bereichen noch immer zu wenig sei. Und ich habe auch noch nie einen alternativen Finanzierungsvorschlag gehört. Immer nur die Forderung, es müsse alles auf einmal gehen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, und auch in dieser Hinsicht war der Bildungsgipfel sehr lehrreich. Denn da sind ja alle diese Forderungen auf einmal auf den Tisch gekommen. Und sie sind ja auch hier schon genannt worden. Minimale, vorsichtige Kalkulation, 800 Millionen € zusätzlich pro Jahr. Maximale, etwas großzügige Kalkulation, 1,5 Milliarden € pro Jahr. Das muss man sich einmal vorstellen, meine Damen und Herren, das sind doch keine Erdnüsse. Allein diese Steigerung wäre schon einer der größten Etats im Landeshaushalt. Und natürlich
kein Vorschlag zur Gegenfinanzierung. Nicht einer. Weder im Bildungsgipfel noch hier, wobei die Forderungen hier zugegebenermaßen etwas bescheidener formuliert sind. Aber kein einziger Vorschlag zur Gegenfinanzierung. Denn damit könnte man sicher unbeliebt machen. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme zum Schluss. Denn in der Tat, die Möglichkeiten, darauf zu reagieren, sind ja relativ eingeschränkt. Wollen Sie zu einem Leben auf Pump zurückkehren, auch entgegen der Entscheidung, die die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in der Volksabstimmung vor einigen Jahren getroffen haben? Wollen Sie massive Steuererhöhungen? Sollen wir die Hälfte der Hochschulen schließen, alle Polizisten entlassen? Was soll man denn an dieser Stelle machen? Es gibt keinen einzigen Vorschlag. Manchmal hört Dann hört man als Antwort einfach nur, das ist die Sache der Regierung. Ja, ist es auch. Übernehmen wir auch die Verantwortung dafür. Es ist das gute Recht der Opposition, solche Forderungen aufzustellen, ohne entsprechende Vorschläge zu machen. Aber bei einer Opposition, die nur noch ungedeckte Schecks ausstellt, da muss man, glaube ich, auch froh sein, wenn sie erst gar nicht in die Lage kommt, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Bevor wir in die zweite Runde der Debatte gehen, begrüße ich auf der Zuschauertribüne unseren langjährigen Landtagskollegen und Staatssekretär Karl Winfried Seif. Peter, ich grüße dich. Das Wort hat der Kollege Florian Rentsch, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herr Kultusminister, Kollege Wagner, Schulfrieden war Ihre Formulierung zu Beginn dieser Legislaturperiode in einer Rede des Ministerpräsidenten in seiner Regierungserklärung. Von dem ist wenig übrig geblieben. Der Kultusminister hat dieses Ziel immer wieder relativiert im Laufe der Zeit. Da ist wenig sozusagen selbst noch an Anforderungen geblieben. Und Herr Kollege Wagner, weil Sie das gerade so schön gesagt haben, ich würde mal sagen, von dem großen Gipfel, auf den Sie wollten, sind Sie eher in ein extremes Loch gefallen. Und das Problem ist, dass die dieses Loch selber gegraben haben. Sie haben es selber gegraben, weil, und jetzt mal zu den Zwischenrufen der Kollegen der Union, als wir gemeinsam die Schulpolitik verantwortet haben, haben wir als Freie Demokraten mit aller Macht und allem Wert, den wir hatten, darauf sozusagen unsere Konzentration gelegt, dass die Schule Priorität hat. Und wir haben das zum Teil mit heftigen Situationen auch verteidigen müssen, wenn ich daran denke, dass der Finanzminister schon einmal vorhatte, auch in unserer Regierungszeit, deutlich Stellen im Schulbereich zu sparen und wegzustreichen. Und wir gesagt haben, nein, die 105% sind überhaupt erst die Möglichkeit, dass die Schulen in der Bildungspolitik mit wirklicher Flexibilität auf die Anforderungen vor Ort reagieren können. Wir haben das mit allem, was wir hatten, verteidigt und wir haben sogar einen Kauf genommen dafür, dass die Grunderwerbsteuer in Hessen erhöht werden muss. Ja, das ist uns wirklich schwer gefallen. Aber wir haben gesagt, Bildung hat bei den Freien Demokraten absolute oberste Priorität. Da akzeptieren wir sogar Steuererhöhungen. Wo ist denn eigentlich das Geld der letzten Steuererhöhung hingegangen, der Grunderwerbsteuererhöhung? Finanzieren Sie damit das Bildungssystem, Herr Kollege Wagner? Nein, es ist eben nicht da reingeflossen. Es ist eben nicht da reingeflossen. Und das zeigt eben, dass Sie hier einen Popanz aufbauen, der mit der Realität nichts zu tun hat. Dass Sie sich neue Aufgaben überlegt haben, wie z.B. das Thema Inklusion, Nachmittagsbetreuung, aber sagen, natürlich, es gibt neue Aufgaben, aber bei der Versorgung an Lehrerstellen bleibt alles gleich, da darf nichts passieren. Und natürlich ist das eine Kürzung. Wenn man statt drei Aufgaben fünf machen muss mit dem gleichen Personal, ist das weniger, als man vorher hat. Und das hilft unseren Schülern nicht, meine Damen und Herren, das schadet unseren Schülern in Hessen. Das ist die Realität. Und jetzt wollen wir mal ein konkretes Beispiel nehmen, weil der Kultusminister gerade ja viele der Errungenschaften, die die FDP durchgesetzt hat, wo Herr Kollege Lorz Staatssekretär bei einer liberalen Kultusministerin war, auch mit uns gemeinsam verantwortet hat. Herr Kollege Lorz, wenn Sie einem Oberstufengymnasium wie der Herderschule in Kassel 6% wegnehmen von 105, dann muss ich sagen, kann ich sogar, und ich war wirklich nicht gut in Mathe,
Ich war nicht gut in Mathe, aber da sind das nicht mehr über 100 %, meine Damen und Herren. Dann fehlen 6 %, dann sind es 99 %. Und wenn Sie das als Situation loben, dass das besser ist, als es vorher war, meine Damen und Herren, dann dreht das die Welt wirklich auf den Kopf, meine Damen und Herren. Dann dreht das die Welt auf den Kopf. Und jetzt frage ich mal neben der Kürzungsorgie, die Sie machen, und da müssen Sie doch nicht uns beschimpfen. Die Eltern, Schüler und Lehrer sind doch mit Ihnen im Diskurs und sind auf den Barrikaden. Haben wir die denn alle aufgemischt? Sie haben doch gerade gesagt, die Opposition sei so schwach, das hätten Sie gar nicht gedacht. Also, wenn wir so schwach sind, können wir es doch gar nicht gewesen sein. Wenn Eltern, Schüler und Lehrer sagen, es gibt eine Verschlechterung der Situation in Hessen in der Bildungspolitik im Vergleich zu dem, was Schwarz-Gelb gemacht hat, meine Kollegen, da muss man doch zum Ergebnis kommen, ja, möglicherweise hat das etwas mit Ihrem Handeln zu tun und nicht mit unserem Handeln. Sie sind doch in der Verantwortung. Wo sind denn die Investitionen in das Thema Qualität? Kollege Beer hat mich gerade noch einmal darauf hingewiesen. Die 80 Millionen €, die aus den BAföG-Millionen auf Hessen verteilt werden sollten, sollten hälftig in Hochschule und Schule gehen. Zusätzlich, obendrauf, nicht in bestehende Systeme. Das, was Sie mit dem Geld machen, ist, dass das Geld im System verschwindet und nicht mehr on top in Qualität investieren. Und Herr Kollege Irmer, weil Sie gerade da reinrufen, es sei falsch. Es ist ja klar, dass alles, was wir hier vortragen, falsch ist. Fakt ist, dass Sie versucht haben, diesen Bildungsgipfel zu nutzen, um einen Popanz aufzubauen, um zum Schluss Ihre Kürzung, die die CDU-Fraktion auch in unserer Zeit schon immer vorhatte, durchzusetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Uns überrascht das nicht, was hier passiert. Uns überrascht das nicht. Wir haben Lehrer aus der Bürokratie damals wieder zurück in die Schulen geholt zum Thema Unterricht, weil wir der festen Überzeugung waren, dass nur gegebener Unterricht Qualität verbessert und nicht die Situation, letztendlich die Bürokratie zu stärken, die bessere Situation ist. Und Herr Kollege Klee hat vorhin dazwischen gerufen, wir geben so viel Geld aus. Herr Kollege Klee, ich war fest davon überzeugt und bin es, dass jeder Euro, den Hessen, und auch wenn wir am meisten als Land ausgegeben haben, dann ist das kein Nachteil, sondern ein Vorteil für unsere Schüler gewesen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Land gut beraten ist. Im Vergleich zu den Milliarden, die wir in der Sozialpolitik ausgeben, ca. 780 Milliarden € in Deutschland, dass wir, wenn wir nur 120 Milliarden € für Bildung ausgeben, dass jeder Euro mehr dort gut angelegt ist, meine Damen und Herren. Wir haben es dringend nötig, dort zu investieren, nicht andersherum. Und deshalb, dass das gescheitert ist, Herr Kollege Kultusminister, ist doch nicht überraschend. Sie haben einen Ressourcenvorbehalt installiert. Der kommt sicherlich nicht von den Bildungspolitikern, sondern der kommt vom Finanzminister. Nur ich sage Ihnen einmal, wir haben in Zeiten, als die Kassen noch relativ leer waren, einen Schutzzaun um die Bildung gezogen. Das hätten wir Ihnen bei so vollen Kassen von Ihnen auch erwartet, dass Sie die Kraft haben, eine Priorität beim Thema Bildungspolitik zu legen. Sie hatten die Kraft definitiv für diesen Schritt nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Das Wort hat der Abg. Christoph Degen, SPD-Fraktion. Ja, Herr Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wer sich bis heute noch gefragt hat, warum dieser Gipfel gescheitert ist, sollte die Antwort bekommen haben. Das hat natürlich etwas mit Inhalten zu tun, mit der Frage, wie schnell man zu mehr echten Ganztagsschulen kommt, wie man dahin kommt, dass das Missverhältnis, dass eben mehr Kinder auf den Förderschulen sind als der Inklusion, dass sich das umdreht und wie man mehr zu sozialer Gerechtigkeit in Hessen kommt. Aber das hat eben, Herr Pentz, nicht nur etwas mit Inhalten zu tun, sondern genau, weil Sie sich gerade melden, das hat auch etwas mit Respekt zu tun. Das hat sehr viel mit Respekt zu tun, wie man mit den politischen Andersdenken noch umgeht. Natürlich können wir unterschiedliche Positionen haben. Aber allein doch dieser leere Stuhl zeigt uns doch heute wieder, wo, was eigentlich ein Gipfel ist oder nicht. Gipfel, Herr Pentz, heißt Gipfel, und das hat dann auch etwas mit politischer Führung an der Spitze zu tun. Und was wir doch heute wieder. Meine Damen und Herren, einen Moment bitte. Meine Damen und Herren, bitte alle, es ist draußen warm, bitte alle wieder beruhigen. Wort hat der Kollege Degen. Was wir doch hier erlebt haben, ist doch lediglich, diesen Gipfelprozess zu torpedieren. Meine Damen und Herren, bleiben wir doch bitte wieder vernünftig und fair, wie auch Kollege Rudolph, sei so lieb, alle miteinander wieder vernünftig ausgeht.
Wir sind in der Bildungsdebatte. Der Kollege Degen hat das Wort. Bitte sehr. Ich denke mal, ich habe eine Minute Redezeit jetzt mehr. Das hat sehr viel mit Respekt zu tun, auch darum, wie man miteinander umgeht. Ja, wir haben unterschiedliche Positionen, aber wir erleben von uns nicht, dass wir andere Positionen als inhuman bezeichnen oder dass wir Unwahrheiten sagen, Beispiel Gymnasiumabstand oder was auch immer. Das ist unredlich, und das hat nichts mit Respekt zu tun. Und wenn der Kollege Wagner fragt, warum so ein Gipfel in anderen Ländern funktioniert hat, dann, weil beispielsweise in NRW die Ministerpräsidentin selbst diese Gespräche geführt hat und man ihr ernsthaft abgenommen hat. Ernsthaft abgenommen hat, dieser rot-grünen Landesregierung, dass sie das, was da steht, auch wirklich umsetzen wollen. Meine Damen und Herren, es ist auch unredlich und hat nichts mit Respekt zu tun, wenn Sie vorwerfen, die Opposition, insbesondere die SPD, gegen die sich ja immer wieder richten, wer sei von Anfang an nicht interessiert gewesen an einem Ergebnis. Gerade das stimmt nicht, und das hat ja auch der Kollege Schwarz zitiert. Wir sind es, die in diesem Haus hier die Enquetekommission eingebracht haben, die genau das Ziel hat, längere gemeinsame Linien zu finden, übrigens das deutlich entspannter macht und mit neuen Erkenntnissen aus der Wissenschaft, weil wir durchaus das Ziel haben, hier gemeinsame Linien zu finden, aber eben nicht mit solchen Spielchen, wie sie hier funktionieren, weil die Regierungskoalition einfach nicht stimmig auftritt, meine Damen und Herren. Und es ist auch unredlich zu behaupten, die Sozialdemokraten hätten keine Vorschläge eingebracht. Wir haben sehr konkret, übrigens mit einem Fraktionsbeschluss, weil wir es vorher lange diskutiert haben, in die AG 1 eine Präsentation, ein Konzept eingebracht, wo wir sehr klar gesagt haben, wie wir mit Freiwilligkeit Schulentwicklung betreiben wollen. Und wir haben nicht nur Schäfer-Gümbel hat Briefe geschrieben, auch andere haben Briefe geschrieben und sehr klar geäußert, wohin wir wollen, meine Damen und Herren. Nur das eigentliche Problem dieses Gipfels ist doch, dass der Herr Kultusminister bei allem Bemühen nicht wirklich ein Verhandlungsmandat hatte, hier klare Zusagen zu treffen und zu Ergebnissen zu kommen. Und Sie müssen sich schon einmal entscheiden, auch Herr Wagner, haben wir nun Vorschläge gemacht oder sind sie zu teuer? Also da hätte ich doch einmal gerne eine klare Aussage. Die wirklichen Verlierer, mit Verlaub, scheinen doch die GRÜNEN zu sein, die hier viel Hoffnung reingelebt haben, die gedacht haben, mit ihrem Koalitionsvertrag im Rücken gäbe es wirklich Bewegung noch über den Koalitionsvertrag hinaus und haben sich da wohl zu sehr auf ihren Koalitionspartner eben verlassen, meine Damen und Herren. Sie wurden vorgeführt von der CDU. Und, Herr Kollege Schwarz, wenn Sie meinen, es hätte viele neue Erkenntnisse gegeben, mag sein, Sie sind ja in der Reihe der Bildungspolitiker noch der Jüngste im Grunde und haben den Gipfelprozess gar nicht von Anfang an begleitet. Aber so viel Neues war das nun wirklich auch nicht. Und ich will es einmal am Beispiel der AG 5 Lehrerbildung festmachen, in der ich meine Fraktion vertreten habe. Da gab es schon 2009 ein Papier zur Lehrerbildungsreform der Universitäten, wo all das drinsteht, was wir dann noch einmal hoch und runter diskutieren. Da war leider nicht wirklich viel Neues dabei. Und einfach noch einmal zur Kenntnis, weil ja immer wieder irgendwie die SPD an allem schuld sein soll, die wesentlichen Akteure dieses Gipfels, die Schülervertreter, die Elternvertreter, die Lehrkräftevertreter, die haben längst schon gesagt, dass eben hier keine Basis drin ist. Und wenn einzelne Interessen, und das ist ja auch okay, und auch wir haben gesagt, dass wir gerade zum Thema Berufsorientierung, dass da einiges drin ist, das wir auch gut finden. Aber nur weil man Partikularinteressen gut findet, ist das doch kein Gesamtpaket, das eben tragfähig ist für einen sogenannten Schulfrieden, wie Sie ihn eigentlich wollten, auch wenn Sie jetzt immer wieder da rausreden wollen, meine Damen und Herren. Alle wesentlichen Akteure sind weg. Und zum Schluss, der größte Widerspruch war doch eben einfach, dass Sie, während Sie von Planungssicherheit reden, den Schulen Planungssicherheit nehmen, indem Sie Schulen Stellen nehmen und vor allem auch, wenn es um Lehrerbildung geht, jungen Leuten, die studieren, Perspektiven nehmen. Weil wer wird denn noch im L3-Bereich eingestellt künftig, weil überall Stellen eben verlagert werden, meine Damen und Herren. Das hat nichts mit Planungssicherheit zu tun. Und ganz zum Schluss ein Zitat noch einmal, so die GEW zitiert. Ich zitiere Herrn Dittmann, Herr Schwarz, zur Frage noch einmal, nur ein Schüler mehr pro Kurs. Kollege Dittmann vom Philologenverband sagte,
Das ist Ausdruck einer beeindruckenden Unkenntnis der schulischen Realität, weil beispielsweise das nicht so einfach ist mit einem Schüler mehr pro Kurs. Denken Sie einmal an Kunst- und Biologieanleistungskurse, die dann einfach nicht mehr stattfinden werden. Oder an den Kollege Degen, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Zum Schluss, Herr Präsident. Fazit: Schulfrieden? Fragezeichen. Wir haben so viel Unfrieden wie schon lange nicht mehr. Die Landesregierung übertrifft sich selbst. Im letzten Jahr war es der Unfrieden um die Rückkehr von G8 und G9, wo Sie falsche Versprechungen gemacht haben. Heute ist es die Streichungsorgie an Grundschulen, an gymnasialen Oberstufen und an beruflichen Gymnasien. Meine Damen und Herren, das ist kein Frieden. Vielen Dank, Kollege Degen. Das Wort hat der Abg. Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will gegen Ende der Debatte nur noch einmal zwei, drei Punkte aufgreifen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen in unserem Land wissen, worüber wir heute Morgen reden, wenn wir nicht nur über den Bildungsgipfel reden, sondern auch über die Schulpolitik im Allgemeinen. Und zu der Frage, die zum Schluss auch Herr Degen aufgerufen hat, aber auch Sie, Herr Schäfer-Gümbel, problematisiert haben, nämlich was ist da zurzeit an den Schulen los, kann ich nur sagen, nachdem viele Eltern, insbesondere durch die GEW, aber naturgemäß, das ist ihr gutes Recht, auch durch die Opposition in einer Art und Weise fehlinformiert sind, dass ich nachvollziehen kann, dass Eltern sauer sind, wenn sie das Gefühl haben, dass das zuträfe, was dort behauptet wird. Das kann ich zunächst einmal feststellen. Wenn ich mit diesen Eltern und Elternvertretern rede, was ich in den letzten Tagen vermehrt getan habe, hat sich nach einer fünfminütigen Unterhaltung, in der ich einmal darlege, was eigentlich wirklich passiert, der Rauch sehr schnell verflüchtigt. Und ich erlebe Eltern und Mütter und Väter, die mir erklären, dass sie sehr wohl wissen, was sie an dieser Landesregierung in der Frage der Lehrerversorgung und der Versorgung der Schüler mit ganz vielen unterschiedlichen qualifizierten Personalia, was sie davon halten und haben. Ich will ein Beispiel nennen, Herr Schäfer-Gümbel, weil es mir wirklich langsam aber sicher ein wenig zu sehr aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerät, was denn eigentlich außerhalb Hessens passiert. Bei uns passiert Folgendes. Es wird keine einzige Stelle gestrichen. Darüber haben wir in den Koalitionsverhandlungen lange, lange gestritten. Nicht, weil wir beide der Meinung waren, Grüne und Christdemokraten, dass wir darüber nachdenken müssten, Ressourcen einzusparen, sondern weil wir darüber nachgedacht haben, wie wir die Ressourcen generieren, um das leisten zu können, was wir leisten. Keine einzige Stelle wird gestrichen. Die Grünen hören jetzt, die Grünen-Kollegen und Freunde hören jetzt vielleicht einmal gerade weg. Ich will noch einmal daran erinnern, was gerade in unserem südlichen Nachbarland Baden-Württemberg passiert, unter Verantwortung auch und gerade der Sozialdemokraten. In zwei Legislaturperioden, ich muss es ja so geschickt formulieren, dass Sie sich ärgern und Herr Wagner heute Abend mit mir noch ein Bier trinkt, Herr Schäfer-Gümbel. Ein großes, bedeutendes Land, das in dieser und der nächsten Legislaturperiode sage und schreibe, meine Damen und Herren, auch auf der Tribüne, 11.000 Lehrerstellen abbauen will, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wer einer Partei angehört, im Bundesvorstand, und hier sich so aufstellt, wie Sie das getan haben, Herr Schäfer-Gümbel, dem würde ich mindestens zutrauen, dass er mit den Parteifreunden in Baden-Württemberg, vielleicht aber auch mit denen in Rheinland-Pfalz redet, die nämlich in dieser Legislaturperiode, Herr Schmidt, 2.000 Stellen abbauen. Ich will noch etwas anderes aufrufen. Herr Schäfer-Gümbel, Sie sagen, das ist mir zu wenig gewesen in Richtung Bildungsgerechtigkeit. Ich stelle Ihnen die Frage, was verstehen Sie eigentlich unter Bildungsgerechtigkeit? Also, ich habe nach wie vor das Gefühl, dass Sie unter Bildungsgerechtigkeit eigentlich nur verstehen, dass man allen Kindern in einer gleichen Schulform nur gerecht werden kann. Jetzt werden Sie das wieder bestreiten. Ich zitiere einmal, wenn ich darf, Herr Präsident. Juli 2011, das ist schon ein bisschen her, vor der Landtagswahl natürlich. Die Union, wortwörtlich Schäfer-Gümbel in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau. Die Union, Herr Schäfer-Gümbel, ich bitte um Nachsicht, dass ich etwas schneller rede. Herr Schäfer-Gümbel sagt dort, die Union redet zwar von individueller Förderung, teilt aber Schüler in vier Klassen ein, Gymnasium, Realschulen, Hauptschulen und Förderschulen.
Wir, Klammer auf, die Sozialdemokraten, setzen dem das pädagogische Prinzip der Gemeinschaftsschule entgegen. Das war Schäfer-Gümbel, Herr Schäfer-Gümbel, vor 4 Jahren. Jetzt haben wir beide uns auch hin und wieder unterhalten. Sie haben sich nicht nur mit dem Kultusminister und dem Kollegen Wagner, sondern ja hin und wieder auch mit mir darüber unterhalten. Und da haben Sie mir immer gesagt, ich will das nicht mit der Gemeinschaftsschule. Hier haben Sie es gesagt. Aber vor wenigen Wochen bestätigen Sie das erneut, indem Sie am 1. Februar 2014 zitiert werden können. Ein runder Tisch, bei dem die Sozialdemokratie nur abnicken darf, was die Regierung vorschlägt, ist nicht der Dialog, den wir erwarten. Jetzt geht es weiter. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Hätten wir auch nicht erwartet. Jetzt geht es weiter. Der runde Tisch, der im Regierungslager diskutiert wird, soll augenscheinlich festschreiben, dass es bei den bestehenden Strukturen bleibt. Sie sind erneut bei der Frage, bei der grundsätzlichen Frage angekommen, dass Sie eigentlich etwas anderes wollen, als Sie es hier jedenfalls im Hessischen Landtag sagen. Nämlich, Sie wollen nach wie vor als Sozialdemokraten eine Gemeinschaftsschule, das heißt dann gemeinsames Lernen bei Klasse 10 und vieles andere mehr. Sie wollen die bestehende differenzierte Schullandschaft in diesem Lande abschaffen. Und ich will ein Letztes sagen, Herr Schäfer-Gümbel. Sie haben ja den Ministerpräsidenten und in dem Fall den Landesvorsitzenden der CDU. Na ja, Sie können das ruhig bilateral mit Herrn Wagner austauschen, weil Herr Wagner und die GRÜNEN waren bereit, mit uns gemeinsam einen Koalitionsvertrag zu schließen, in dem wir eine Reihe von Kompromissen formuliert haben, auch in dieser Hinsicht. Aber die GRÜNEN, das unterscheidet die GRÜNEN von Sozialdemokraten, sind eben kompromissbereit, was Sie uns völlig verweigert haben. Und ich will ein Letztes sagen. Sie haben den Landestag der Jungen Union angesprochen. Jetzt will ich einmal einen Satz zitieren, der doch alles das, was der Landesvorsitzende Volker Bouffier dort gesagt hat, in Summe zusammenfasst. Niemand wird uns unsere Überzeugungen nehmen. Und jetzt sage ich einmal eins, Herr Schäfer-Gümbel und Herr Kollege Rentsch und andere mehr. Dieser Bildungsgipfel hatte nicht die Absicht, Ihnen Ihre Überzeugungen zu nehmen. Die dürfen Sie weiter haben. Dieser Bildungsgipfel hatte die Absicht, das, was wir gemeinsam erarbeiten können, gemeinsam zu verabschieden und im Interesse der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Schulen dahin zu kommen, dass sie eine Planungssicherheit über eine Legislaturperiode hinauskommen. Und wenn Sie, Herr Kollege Boddenberg, Sie müssen zum Schluss kommen. Wenn Sie heute davon reden, dass das gescheitert ist, sage ich Ihnen, wir werden weiter auf die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Schulen zugehen und ihnen Stabilität, Verlässlichkeit, vor allen Dingen bei der Frage der Lehrerzuweisung und der Mittelzuweisung gewähren. Darauf können sich die hessischen Schulen und Schülerinnen und Schüler verlassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister Lorz, mir ist in Ihrer Rede aufgefallen, dass wir uns bei der ersten Sitzung des Bildungsgipfels in der integrierten Gesamtschule Jawlensky darauf verständigt hatten oder Sie darum gebeten hatten, den Begriff Einheitsschule nicht mehr zu verwenden, weil er ein Kampfbegriff ist und auch dem überhaupt nicht nachkommt, was die Vertreterinnen und Vertreter derer, die ein längeres gemeinsames Lernen wollen, sich eigentlich vorstellen. Ich fand es interessant, dass Sie heute diesen Begriff, den Sie den ganzen Bildungsgipfel über nicht genutzt haben, wieder in den Mund genommen haben. Und ich finde, es ist nur eine Formulierung, aber ich finde, es deutet darauf hin, dass Sie jetzt ein paar Monate Kralde gefressen haben, dass Sie aber nichts davon verinnerlicht haben, was eigentlich bei diesem Bildungsgipfel diskutiert wurde. Ich finde, das zeigt diese Formulierung ganz gut. Und dass Sie dann die Dreistigkeit besitzen, den sogenannten Gipfelstürmern, also der GEW, der Landesschülervertretung, dem Landeselternbeirat und anderen, vorzuwerfen, dass sie den Gipfel quasi vorsätzlich torpediert hätten und auf keiner ihrer Angebote eingegangen sind, das ist wirklich eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Also, wir haben es hier mit Leuten zu tun, Landesschülervertretung, mit Schülerinnen und Schülern, die das alles, die ganzen Bildungsgipfel, die ganzen Arbeitsgruppen nebenbei in ihrer Freizeit gemacht haben. Können Sie mir bitte erklären, welches Interesse die daran gehabt haben sollen, diesen Bildungsgipfel zu torpedieren?
Wir haben Gewerkschaften, wir haben auch Landeselternbeiräte, die das ja auch nicht alle hauptberuflich machen, sondern ganz im Gegenteil, die in ihrer Freizeit sich Zeit freischaufeln, um sich am Bildungsgipfel zu beteiligen. Und sich hier hinzustellen und zu sagen, die hätten vorsätzlich das torpediert und wären nicht guten Willens gewesen. Sie gehen ja noch weiter als, Herr Schwarz. Der hat das nur der Oppositionsfraktion vorgeworfen. Aber das auch noch den Stiftgipfelstürmern vorzuwerfen, das finde ich wirklich den Boden der Unverschämtheit, meine Damen und Herren. Und es ist vor allem auch widerspricht das völlig dem Verfahren in den ganzen Arbeitsgruppen. Also es ist doch nicht so, dass da keine Vorschläge gemacht worden wären. Also ich weiß nicht, wie viel wir schriftlich eingereicht haben alleine. Das ist doch alles abgebügelt worden, das ist wegmoderiert worden, es gab keine Abstimmung und am Ende wurde erklärt, das sind jetzt alles Konsenspapiere. Also das ist doch das Verfahren. Und ich finde, Sie könnten dieses Scheitern des Bildungsgipfels mal zum Anlass nehmen. Ich weiß, dass das wirklich die Grenzen Ihrer Vorstellungskraft überschreitet, das mal zum Anlass übernehmen, sich zu hinterfragen, ob diese Landesregierung und die sie tragende Fraktion vielleicht doch irgendetwas falsch gemacht haben könnte. Und ich finde, diese Bereitschaft mal zur Selbstkritik und zur Selbstreflexion, ob man vielleicht irgendetwas falsch gemacht hat, wenn man am Ende niemanden findet, der ein Abschlussdokument unterschreiben will, das finde ich ehrlich gesagt schon ganz angebracht, meine Damen und Herren. Vor allem, wenn man es auch noch schafft, in dem ganzen Prozess auch noch Ihnen zugewandte Akteure, auch die noch zu vergraulen und am Ende überhaupt niemanden mehr an Ihrer Seite zu haben. Dann haben Sie aufgeführt die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse wird jetzt hier aufgeführt für Kürzungen im Bildungsbereich. Für jeden Unsinn in diesem Land ist Geld da. Aber wenn es um Soziales und um Bildung geht, dann wird über die Schuldenbremse geredet. Und dann sage ich Ihnen, wenn Sie mehr Geld für Bildung haben wollen, dann stellen Sie sich doch einmal auf den CDU-Bundesparteitag und halten die Rede, die Sie eben hier gehalten haben. Mir sind keine Initiativen dieser Landesregierung auf Bundesebene bekannt für eine Erhöhung der Steuereinnahmen, damit mehr Geld für Bildung da ist. Dann machen Sie das doch bitte. Dann halten Sie nicht hier die Reden, sondern machen Sie es in der Kultusministerkonferenz, beim CDU-Parteitag und machen Sie vor allem endlich einmal Initiativen im Bundesrat, dass es endlich höhere Steuereinnahmen gibt für die Bildung in Hessen, wenn Ihnen das ein Anliegen ist. So, und dann wollte ich mich noch, habe ich mich gemeldet, weil ich noch etwas zum Kollegen Herr Wagner sagen wollte. Also die Stellenkürzung in der gymnasialen Oberstufe und im Grundschulbereich als Maßnahme der sozialen Gerechtigkeit zu verkaufen, das halte ich wirklich für den Gipfel der Unverschämtheit. Also so zu tun, als sei das ein Ausgleich zwischen oben und unten. Über wen reden wir denn hier? Über wen reden wir denn? Wir reden über Schülerinnen und Schüler. Wir reden über Kinder und Jugendliche, die sich gerade gegeneinander ausspielen. Das ist doch schäbig, was Sie hier machen. Als ob die Grenze zwischen oben und unten in diesem Land zwischen Jugendlichen in der gymnasialen Oberstufe und Jugendlichen in anderen Schulformen verlaufen wurde. Das ist doch lächerlich. Lehrerinnen und Lehrer, deren Arbeitsbelastung ist es, die dadurch gestiegen wird. Also, ich finde, Sie spielen hier Schulformen gegeneinander aus. Und ich finde, die Kürzung, die Stellenkürzung ist schon schlimm genug. Aber das auch noch zu verkaufen als Akt der sozialen Gerechtigkeit und als Umverteilung zwischen oben und unten, das ist wirklich perfide, und das finde ich unwürdig, Herr Wagner. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen. Ja, Frau Wissler, weil Sie es ansprechen, da lohnt die Debatte jetzt, weil da wird Politik jetzt ganz konkret jenseits von klassenkämpferischen Sprüchen, die Sie sonst ja gerne machen. Na ja, aber Sie jetzt, Frau Wissler, mal langsam. Was haben wir für eine Situation, Frau Wissler? Wir sind uns einig, als Land können wir unsere Einnahmensituation nur sehr bedingt beeinflussen. Da sind wir uns einig. Wir sind uns einig, wir haben in Hessen eine bundesweit beispielhafte Lehrerausstattung. Dass die demografische Rendite im System bleibt, gibt es in keinem anderen Bundesland, Frau Wissler. Und jetzt ist die Frage, wenn nicht zusätzliches Geld von Bundesebene kommt, das können Sie ja fordern, das fordert meine Partei auf Bundesebene auch, da sind wir ja einer Meinung, wenn dieses zusätzliche Geld aber nicht kommt, Frau Wissler,
und wir mit dem auskommen müssen, was wir an Geld haben. Das müsste DIE LINKE erst einmal akzeptieren, dass es in der Politik Zustände geben kann, wo man mit dem auskommen muss, was es gibt. Was machen wir dann, Frau Kollegin Wissler? Was machen wir dann? Ja, es scheint ja zu treffen, Frau Kollegin Schott, wenn Sie auch wieder dabei sind in der Debatte. Was machen wir dann, Frau Kollegin Wissler? Was machen wir dann mit dem Problem? Was machen wir dann mit dem Problem der Deutschförderung? Was machen wir dann mit dem Problem des sozial indizierten Lehrerzuweisungen für Schulen in schweren Stadtteilen? Was machen wir dann mit dem Thema Inklusion? Was machen wir dann mit ganztägig arbeitenden Schulen? Sagen wir dann, das lassen wir sein, das hat Zeit, oder schauen wir, wie wir für die Schülerinnen und Schüler, die die Förderung dringend brauchen, diese Ressourcen auch zur Verfügung stellen? Dieser Frage können Sie sich nicht immer drücken, Frau Wissler, indem Sie wie beim Metzger sagen, darf es ein bisschen mehr sein beim Thema Geld, Frau Wissler. Dieser Frage müssen Sie sich stellen. Welche Antwort, Frau Kollegin Wissler, geben Sie den Schülerinnen und Schülern in der Mittelstufe oder in der Grundschule, die ein ganztägiges Angebot wollen? Welche Antwort geben Sie denen außer mehr Geld? Welche Antwort geben Sie den Flüchtlingen, die bei uns in das Schulsystem einwandern und die dringend auf Deutschförderung angewiesen sind, außer mehr Geld? Welche Antwort geben Sie den Schulen, die dringend eine bessere Lehrerzuweisung brauchen, weil sie in einem schweren Stadtteil arbeiten, außer mehr Geld? Welche Antwort geben Sie den Eltern, die für ihre Kinder die inklusive Beschulung wollen, außer mehr Geld, Frau Wissler? Sie geben keine Antwort. Sie lassen diese Menschen im Regen stehen mit Ihrer Parole von mehr Geld. Und dann will ich. Nein, es hat nichts mit Ausspielen von Gruppen zu tun, sondern mit der Entgegennahme der Realität. Und Ihre Parteifreunde in Thüringen beim Abschluss der Koalition, Herr Frau Wissler, habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Parteikollegen in Thüringen bei dem Abschluss der Koalition, die wurden auch gefragt, wie finanzieren Sie das denn alles? Was war die Antwort Ihrer Landesvorsitzenden? Originalzitat: Wir haben die Gelddruckmaschinen schon bestellt. So kann man Politik machen, das löst aber kein einziges reales Problem, Frau Wissler. Und wenn Sie es noch einmal wissen wollen mit Thüringen, Frau Wissler, wenn Ihre Partei denn einmal tatsächlich regiert, was steht denn im Koalitionsvertrag in Thüringen entgegen dem, was Sie hier dem Auditorium weismachen wollen? Da steht wörtlich drin, der Stellenabbaupfad in der Landesverwaltung wird fortgesetzt. Das steht in Ihrer Verantwortung in dem Koalitionsvertrag in Thüringen. Dann halten Sie doch hier nicht solche Reden, Frau Kollegin Wissler. Und ein letztes, Frau Kollegin Wissler, zum Thema soziale Gerechtigkeit. Ja, ich wünsche mir auch, wir hätten mehr Geld. Ja, ich wünsche mir auch, wir könnten alles gleichzeitig machen. Aber, Frau Wissler, das ist nicht Politik. Politik ist manchmal schwieriger. Und wenn ich mich entscheiden muss, kriege ich eine Förderung für die Zuwanderer hin? Kriege ich eine Zuwanderung für die Bedürftigen in unserem Bildungswesen hin? Kriege ich das alles hin und muss dafür in Kauf nehmen, dass es an den Oberstufen auch etwas eingeschränkt werden muss, dann weiß ich, wie ich mich entscheide. Da bin ich Linker, Frau Kollegin Wissler. Da weiß ich, auf welcher Seite ich stehe, wenn ich solche schwierigen Entscheidungen treffen muss. Und wer sich vor so Entscheidungen drückt, der ist letztlich nicht politikfähig, Frau Kollegin Wissler. Vielen Dank, Kollege Wagner. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Debatte.
Was machen wir mit dem Entschließungsantrag der SPD? Gleich abstimmen? Jawohl. Dann rufe ich den Antrag Top 66, 19, 22, 14, Entschließungsantrag der Fraktion der SPD. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer enthält sich? Die FDP. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Dann wird vorgeschlagen, die Tagesordnungspunkte 53, 61, 78 und 80 in den Ausschuss. Nein, Kollege Rudolph, bitte sehr. Wir bitten, über unseren Antrag Top 53 ebenfalls abzustimmen. Also gut, dann stimmen wir ab über den Antrag. Ja, Kollege Bellino. Das Gleiche gilt auch für unseren Antrag. Ja, da stimmen wir es alle ab. Na? Ja, machen wir gar nicht lang rum, stimmen wir es alle ab. Aus. Also, Top 53, Antrag der Fraktion der SPD. Treffen keinen Bildungsabbau in Hessen, 19, 21, 81. Wer stimmt zu? SPD, FDP, DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Abgelehnt. 61, Antrag der Fraktion der FDP, 19, 22, 05. Wer ist dafür? SPD, FDP, DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Abgelehnt. 78, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE, 19, 22, 67. Wer ist dafür? SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Abgelehnt. Und 80, Dringlicher Antrag CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, 19, 22, 69. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Rest des Hauses. Damit ist dieser Antrag beschlossen. So.